erstmal schönen Dank, Herr Michael Ecker, Aufsichtsratsvorsitzender der Futurecom AG. Guten Tag. Guten Tag. Und Herr Johannes Meyer, CEO von Futurecom. Sie haben das Ganze heute hier mit initiiert, mit dem Gentleman's Club. Sind wir heute beim Deutschen Filmpreis eingeladen worden. Dafür erstmal besten Dank. Vorweg würden wir gerne mal die Frage stellen, was ist Futurecom eigentlich für die Leute, die Ihr Unternehmen noch nicht kennen? Also Futurecom ist ein Konsortium von mehreren GmbHs, alle ums Eventgeschäft. Und unsere Aufgabe ist es, die größten Events, so ab 5000 Personen in der Regel, auszustatten, das Ganze weltweit. Wir statten die Formel 1 aus, die DTM, die MotoGP, zum dritten Mal in Folge die FIFA-WM, die Europameisterschaft, also die großen Top-Ereignisse, so wie auch die Bambi, die Goldene Kamera, all die großen Veranstaltungen, natürlich auch der Deutsche Filmpreis. Ja, und Sie machen das ja auch in Partnerschaft mit Herrn Johannes Meyer, der ja bei Ihnen der Geschäftsführer ist. Und erzählen Sie doch mal, wie sind Sie mit dem Unternehmen, sag ich mal, vertraut geworden? Welche Aktivitäten sind bei Ihnen in der Hand sozusagen im operativen Geschäft? Ja, also ich kümmere mich grundsätzlich um die ganzen Operations, die ganze Abwicklung dieser ganzen Veranstaltungen, Jobs im Hintergrund, die Finanzen. Und das sind so meine Hauptaufgabengebiete. Ja, und im Rahmen dieses Deutschen Filmpreises sind Sie ja auch, wie gesagt, der Gründer und Initiator des Gentleman Clubs. Und Sie denken sich ja unglaubliche Sachen aus im letzten Jahr. Da können Sie ja vielleicht auch mal darüber berichten, was der Gentleman's Club alles schon gemacht hat. Aber vorweg, auch die Frage muss erlaubt sein, was ist der Gentleman's Club? Also der Gentleman's Club ist eine Institution, die wir 2003 ins Leben gerufen haben, wo wir einmal im Jahr, ein Gentleman ist ein Ehrenmann, und das Ganze heißt ja Futurecom Gentleman's Club. Ja. Das heißt, der Ehrenmann, der sich verdient gemacht hat für die Futurecom, eine der Futurecom GmbHs oder für die AG, der ist in unseren Augen ein Ehrenmann, ein Gentleman, und wird dann zum Gentleman's Club eingeladen. Und Gentleman's Club gibt es seit 2003. Mal ist es in Deutschland, mal ist es in Europa, mal ist es weltweit. Wir waren in Dubai, wir waren in Bahrain, also überall verschiedene Destinationen. Und in diesem Club, in dieser Vereinigung sind die Besten der Besten. Ja. Das heißt, es ist immer Vorstandsebene, Geschäftsführer, Führungskräfte, Manager. Vorstände, Manager, aber auch Künstler, Freunde. Udo Lindenberg ist zum Beispiel Mitglied im Gentleman's Club, Ludoliver Rudolf, Mola, viele. Wie viele Mitglieder zählen Sie denn jetzt? Also momentan haben wir, fing ganz klein an, momentan haben wir 167 Mitglieder im Futurecom Gentleman's Club. Und der Futurecom Gentleman's Club ist wie eine edle Ritterrunde. Ja? Also man ist nicht, man unterschreibt nicht jetzt eine Mitgliedschaft oder so, sondern man wird berufen in den Futurecom Gentleman's Club. Ja? Ist eine Ehre. Empfohlen sozusagen, nicht? Oder? Empfohlen nicht unbedingt. Ja. Wenn ein Mitglied 5 Jahre dabei ist, darf er einen empfehlen. Ja? Sondern in der Regel entscheidet mein Partner, der Meier und ich, uns gehört ja auch die Futurecom AG und alle Firmen. Und es sind immer Firmen oder Mitarbeiter oder Personen um die Futurecom. Ja. Ja? Das heißt, zum Beispiel heute haben wir hier Deutschlandchef von der Firma Küppersbusch, von der Firma Electrolux, von der Firma... Ja, sagen Sie mal gern ein paar Partner. Ja, hier vielleicht auch Herr Johannes Meyer mal ganz kurz, um wieder ins Spiel zu bringen. Sagen Sie mal ein paar Partner heute. Wer hat denn diese ganze Unternehmung heute unterstützt? Nein, wir haben natürlich viele Partner, Kunden, die wichtig für uns sind, die wir natürlich dann auch im Rahmen solcher Events, die wir auch selber zum Teil mitorganisieren, ausstatten, dort hier hineinladen, um einfach mal auch zu scheinen, zu zeigen, welche Leistungen wir erbringen können, damit man das auch mal live miterlebt. Und es ist natürlich ein perfekter Rahmen für uns, sowas auch zu zeigen. Und wir haben von den Partnern her, von der Kundenmitgliederstruktur, sind es natürlich Lieferanten, Kunden, Freunde, Partner und einfach wichtige Kontakte, die wir auch als Netzwerk einfach nutzen wollen, die sich gegenseitig unterstützen sollen. Und ja, also es fängt eben an von Filmschauspielern über... Alles dabei. Die Künstlerszene und auch Wirtschaftskräfte. So, wollen Sie mal über ein Highlight berichten der Vergangenheit, was Ihnen noch schön in Erinnerung geblieben ist mit dem Gentleman's Club und was wir eigentlich in dieser 4-Tages-Unternehmung jetzt eigentlich schon alles erlebt haben? Da können Sie ja schon ein bisschen erzählen. Also generell ist es so, dass natürlich die Personen, die eingeladen sind, sind nur Herren, keine Damen, nur Herren, Gentleman's Club. Die Reise ist immer mindestens 4 Tage und 3 Nächte und maximal 5 Tage und 4 Nächte. Mhm. Und es ist immer so, dass der Gentleman's Club was absolutes Top-Außergewöhnliches ist. Das heißt, die Menschen, die dabei sind, sind eh nur Inhaber, Vorstände, Chefsebene, die können sich auch alles leisten und alles kaufen. Aber wir packen halt immer noch was drauf. So sind wir zum Beispiel heute hier beim Deutschen Filmpreis total außergewöhnlich mit 129 Personen hier. Die waren ja sogar noch bei der Generalprobe zuvor. Genau, zum Beispiel die nicht öffentliche Generalprobe.
zu besuchen, ist normalerweise No-Go. Ja? Und das sind halt Sachen, die wir dann arrangieren, wo dann die Gäste Zutritt haben, wo man da mal nicht reinkommt. Ja. Nämlich das Beispiel heute Morgen zum Beispiel beim Bundeskanzleramt. Ja? Wen haben auch wir getroffen? Genau. Auch da zum Beispiel ein Treffen mit der Bundeskanzlerin. Das ist natürlich ein Highlight. Das ist halt einfach so. Ein Ritterschlag sozusagen. Sie, Handshake genau. mit Angela Merkel. Ganz genau, genau. Toll. Genau. Und die Unternehmer waren alle dabei. Ja, und genau. Ich denke, das ist was Unvergessliches. Genau. Und da zum Beispiel auch ein hoher Politiker, natürlich auch Mitglied im Gentleman's Club von der CSU. Der hat das natürlich, CDU, CSU, ist ja klar, vorbereitet, top gemacht. Klasse. Und da haben wir auch das Bundeskanzleramt und auch den Bundestag von einer komplett anderen Perspektive gesehen, nämlich von der, wie normalerweise der Politiker sich da drin bewegt und nicht der Gast. Ja? Das heißt, ganz andere Wege, ein ganz anderes Zusammenspiel. Nun haben wir heute eine Menge Begehrlichkeit geweckt und Anreize geschaffen. Was ist denn jetzt, wenn ein Unternehmen oder ein Unternehmer sagt, er möchte gerne Mitglied bei Ihnen werden? Wie könnte denn jetzt der Gang der Dinge sein? Ja, das ist nicht so einfach. Wie gesagt, Mitglieder müssen berufen werden. Ja. Natürlich ist es eine Veranstaltung, wo wir natürlich das Netzwerk unterstützen. Ja, ja. Die Möglichkeiten gibt es, aber ich denke mal, gerufen wird man, wenn man sich auch verdient gemacht hat. Und so muss es funktionieren. Ja, wollen Sie noch was hinzufügen, Herr Ecker? Es ist genau, wie mein Partner sagt, ein Gentleman ist ein Ehrenmann. Und der Ehrenmann ist für uns der, der sich für die Futurecom verdient gemacht hat. Das kann ein Filmschauspieler sein, das kann ein Kunden sein, das kann ein Lieferant sein, aber es kann kein Fremder, der nicht in dieser Clique ist. Ja? Also es kann jetzt nicht morgen ein Autohändler kommen, ja, zum Beispiel. Der sich aber vielleicht für Sie mit engagieren könnte in Zukunft, ja? Ja, dann natürlich, ja, wenn natürlich morgen... Aber er wäre dann ja auch Teil eines ganz Großen, nicht? Das, ja, genau. Mit Ihren Unternehmungen, wunderbar. Ja, wir starten im Jahr 20.000 Veranstaltungen aus und Europas größter Eventausstatter. Wahnsinn. Auch im Fußballbereich, können Sie noch mal kurz was erwähnen, ja? Ja, klar. Also wir starten die FIFA-WM aus, jetzt auch in Brasilien, der Confederation Cup, die WM. Wir haben Afrika komplett ausgestattet, wir haben die WM 2006 in Deutschland ausgestattet, wir haben die Europameisterschaft ausgestattet, wir sind in 4 Wochen in Berlin, ja, beim Pokalspiel. Wir sind aber genauso in England, im Wimbledon-Stadion, beim Champions-League-Finale. Also das ist unser Tagesgeschäft. Herr Ecker, besten Dank und auch Herr Mayer. Ich wünsche Futurecom weiter viel, viel Erfolg, viele internationale Unternehmungen und dass wir auch weiterhin so schöne Veranstaltungen erleben werden mit dem Gentleman's Club. Und besten Dank. Einmal im Jahr, wie gesagt, ist der Gentleman's Club. Nächstes Jahr geht es nach München. Warum nach München? Nächstes Jahr haben wir 60-jähriges Jubiläum. Ja. Meine Wenigkeit wird 45 und die Firma 15 Jahre. Ja. Für uns Grund genug, 60-jähriges Jubiläum zu feiern. Und um diesen Geburtstag drumherum machen wir 5 Tage Gentleman's Club Reise. Wieder das Beste vom Besten, das Feinste vom Feinsten. So auch wie hier momentan Berlin. Momentan Zimmer zu bekommen in Berlin ist extrem schwierig, weil dieses Wochenende die Hölle los ist. Wir heute fürstlich im Waldorf Astoria, das haben Sie auch wieder erlebt. Aber auch da wieder, natürlich schlafen dann unsere Gäste nicht im normalen Zimmer, sondern alle haben Upgrade, Junior Suite, größere Suiten. Und das macht es halt einfach aus. Ja. Und 2015 geht es zu 1001 Nacht zu unserer Niederlassung nach Doha, zu Futurecom Katar. Werden wir fliegen 5 Tage und werden uns da die Events anschauen, die Futurecom im Mittleren Osten macht, das 1001 Nacht. Das wird bestimmt auch sehr spannend und schön. Herr Ecker, da kann man nur sagen, Global Player, besten Dank, viel Erfolg weiterhin und lassen Sie uns den Abend weiterhin schön genießen. Dankeschön mit dem Deutschen Filmpreis. Danke. Vielen Dank, sein dritter Gast.
guten Tag, herzlich willkommen. Danke, danke. Ja, das können wir gerne. Danke. Ja, das ist ein Schädel. Herzlich willkommen beim Gentleman's Club. Sie auch vielleicht noch kurz ins Bild? Zusammen? Ich habe schon eine und mein Arsch haben sie mal halt. Ja, das weiß ich jetzt, das habe ich noch nicht gekriegt. Yeah.
überprüfen. Aber schon mal. Ich würde das mir schon gerne mal angucken. Hinter der Bühne. Ich würde da haben. Geht nicht ohne mich. Schwenkt jetzt rum. Ja, schwenkt. Haben Sie einen Gutsdruck dabei?
Und so in so einer schönen, illustren, exklusiven Runde ein paar Gläser Champagner trinken darf. Ich möchte zuallererst Herrn Ecker danken, dass ich auch die Möglichkeit habe, hier sein zu dürfen. Ich möchte Herrn Niemann vom Waldorf Astoria danken, dass wir hier eine so schöne Location haben. Übrigens komme ich um die Ecke, weil ich wohne in dem Haus, was Sie von da sehen können. Für mich also total praktisch. Meins kann man auch sehen. War das jetzt eine Einladung? Nee. So weit bin ich noch nicht. Ich wollte zwei, drei Sätze sagen zum Champagner. Wir trinken heute drei unterschiedliche Champagner. Wir haben sie ja so ein bisschen auf die Folter gespannt. Bisher gab es einen sehr klassischen, sehr erfrischenden Cartier Brut Icon. Das ist aus einem kleinen Haus in Chigny-les-Roses, ganz kleiner Ort in den Montagnes de Reims, also südlich von Reims. Und dieses Haus, die sind seit 250 Jahren Familienunternehmen, machen da ihre Champagner. Und das ist halt ihre Basis-Cuvée. Das ist wirklich, wie Sie ja merken, leicht trinkbar, kostet 25 Euro, wenn man das im Laden irgendwo finden würde, was schwierig ist, aber Sie wissen ja, dass ich heute Abend hier bin. Und das Gute ist, wir bauen jetzt so ein bisschen so eine Spannungskurve auf, denn das war jetzt also der Einstieg und als nächstes trinken wir schon was Besonderes, nämlich ein Blanc de Noir. Das ist ein Champagner, den man in Deutschland nicht so oft findet. Blanc de Noir heißt weiß von rot, das heißt, es sind reine roten Trauben. Man muss dazu vielleicht noch mal ganz kurz einführen, in der Champagne gibt es überhaupt nur drei Trauben, die für Champagner verwendet werden dürfen. Eine davon ist weiß oder grün, also blanc, die Franzosen sagen weiß, das ist der Chardonnay. Und dann haben wir zwei rote Trauben, den Pinot Meunier und den Pinot Noir. Also der erste Champagner hatte alle drei, das ist so das Klassische, was man kennt von allen anderen Champagnern, die man so kennt. Und jetzt haben wir aber wirklich einen weißen Champagner von nur roten Trauben. Also schon was Besonderes. In Deutschland, wie gesagt, eher selten. Wie schafft man das? Man hat rote Trauben, aber der Champagner ist weiß. Tun die da Farbstoff rein? Nein, machen wir natürlich nicht. Sondern rote Traube gibt weißen Saft. Das wusste ich früher auch nicht, ist aber so. Also wenn man ganz vorsichtig presst, dann kommt weißer Saft heraus und man hat einen wunderschönen Champagner. Wir können uns schon mal anfangen einzuschenken, weil sonst schaffen wir das alles hier nicht, wenn die Herrschaften jetzt losgehen. Also Sie werden sehen, Sie haben auch so eine ganz leichte Rosé-Note in diesem Champagner. Und das ist jetzt also der Blanc de Noir. So. Danach wird's ganz super exklusiv. Das erzähle ich aber dann, wenn es soweit ist. Also wir steigern uns dann. Wir haben dann einen Champagner, der zum Besten der Welt gekürt wurde und von dem es nur 50.000 Flaschen jedes Jahr gibt. Wir haben heute von diesen 50.000 ein paar zur Seite stellen können. Als ich Herrn Ecker kennenlernte, habe ich gesagt, okay, ich stelle jetzt schon mal ein paar zur Seite, damit wir das schaffen. Weil in Deutschland haben wir von den 50.000 auch nur 4.000. Also deswegen, nachher wird es dann ganz, ganz exklusiv. Das ist dann auch nochmal eine ganz andere Schiene. Aber da erzähle ich später. Jetzt erstmal der Blanc de Noir. Und ich kann auch dazu sagen, wir haben ja eben schon so kleine Kaviar-Häppchen gehabt. Wobei, da gibt es da Leute, die sagen, nein, Stefan, das ist kein Kaviar, weil der war ja rot. Was ja richtig ist, weil Kaviar ist ja eigentlich vom Stör. Das, was wir eben hatten, waren sozusagen Fischrogen vom Lachs und von der Forelle. Das macht ein enger Bekannter von mir aus Hamburg, Altona Kaviar Import, also ganz klassisch Hamburger Kaufmann. Der hat gesagt, Stefan, wenn du mit deinem Champagner da bist, dann will ich mit meinem Kaviar dabei sein. Also jetzt aber gibt es richtigen Kaviar. Sibirischen, der allerdings nicht aus Sibirien kommt, was nicht heißt, dass das jetzt irgendwie ein Fake ist, sondern heutzutage gibt es ja leider nur noch Zuchtkaviar. Ich selber glaube, habe noch nie bewusst richtigen Kaviar gegessen, dafür bin ich wahrscheinlich zu jung. Aber trotzdem, jetzt aufgepasst, Blinis mit richtigem sibirischen und Ossetra-Kaviar. Und ich glaube, das wird ganz gut passen zu unserem Blanc de Noir. Danach das große Finale mit diesem super
Mega-Champagner. Der heißt übrigens Armand de Brignac. Ja, ich führe das so aus, weil Armand de Brignac kann man sich dann vielleicht nicht so gut merken, aber man merkt sich dann, ich habe diese goldene Flasche getrunken mit dem Pikass drauf. Armand de Brignac, goldener Champagner, machen wir nachher mit Gänsestopfleber von Rougier. Das ist auch ein ganz, ganz, ganz schöne Gänsestopfleber. Ich hoffe, hier sind keine großartigen Tierschützer dabei. So, meine Herren, ich habe genug geredet, jetzt geht's weiter. Ganz kurz Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt, ich hatte es ja versprochen, es gibt noch einen Höhepunkt, soweit das noch möglich ist. Aber es ist möglich, ich verspreche es. Wir haben also jetzt einen Champagner, der nennt sich Armand de Brignac. Und da werden Sie sich wundern, weil Sie ja sagen, er hat vorhin von Cartier erzählt. Ja, die gehören zusammen. Das ist deren Prestige-Cuvée. Die haben sie auch anders genannt, weil sie gesagt haben, wir versuchen jetzt mit unseren bescheidenen Mitteln, das sind 30 Mitarbeiter, und dann haben sie 8 gesagt, ihr macht jetzt, so wie früher, als es noch keine Maschinen gab, macht ihr jetzt nur von Hand einen Champagner. Und herausgekommen ist eine etwas aufsehenerregende Flasche, die ist ganz in Gold und die nennt sich Armand de Brignac, ist ein Fantasienname, muss ich gleich dazu sagen, klingt natürlich so ein bisschen adlig, hat auch ein adliges Emblem darauf, nämlich ein Pik Ass. Die Amerikaner sagen Ace of Spades, weil die sich Armand de Brignac nicht merken können. Und die können es auch nicht aussprechen, genau. Kann sein, dass Sie, wenn Sie mal in New York waren, Las Vegas, Miami, diese Flasche schon gesehen haben, dass wir daran liegen, dass die Amerikaner das sofort umarmt haben und es in den USA auch recht schnell jetzt zum Celebrity-Champagner geworden ist. Und ich, der das Produkt seit knapp 2 Jahren, übrigens mit meinem Partner Benjamin Biermann in Deutschland macht, mussten uns natürlich auch sofort anhören, ja, ihr habt da diese goldene Flasche, aber was ist denn da drin? Und dann haben wir natürlich sehr selbstbewusst, auch wenn wir eigentlich ursprünglich gar nicht aus dem Wein kommen, gesagt, wir machen jetzt einfach mal die Flasche auf und dann probieren wir. Und dann waren auch die fiesesten Kritiker plötzlich ganz zahm, weil sie gemerkt haben, so schlecht ist das ja eigentlich gar nicht. Also das ist, aber sie werden es gleich selber merken und ich bin natürlich auch kritikfähig, also von daher können sie gerne dann zu mir kommen und sagen, so wie sie es tatsächlich finden, Armand de Brignac, muss man aber auch nochmal sagen, vor 3 Jahren zum besten Champagner der Welt gekürt, vom Fine Champagne Magazin, zu Fine, kennen Sie aus Wiesbaden, die haben das dann blind verkostet, da wurde es auch nochmal, das war für uns dann auch nochmal so eine gewisse Kredibilität. Also, komplett handgemacht, deswegen auch nur 50.000 Flaschen, weil mehr schafft man mit Handarbeit nicht. Die Flasche ist eine Modeflasche für André Courrèges. André Courrèges müssten die Herren eigentlich kennen, die haben damals den Minirock salonfähig gemacht, das war in den 50er Jahren. Also deswegen auch so eine etwas aufsehenerregende Flasche, passt eigentlich ganz gut nach Berlin. Auch wenn ich mich frage, warum wir die Flasche in Süddeutschland besser verkaufen als hier bei uns in Berlin, aber das ist halt immer so. Und zu guter Letzt sage ich noch, jede dieser Flaschen ist in dieser Box versteckt. Dann werde ich auch gefragt, ist das jetzt hier eine Special Edition? Nein, das ist keine Special Edition, das ist wirklich die Verpackung dieser Flasche. Und manchmal können wir dann auch so individualisieren und gravieren und Glückwünsche machen und so weiter hier. Also das ist dann immer alles im Preis inklusive. Und Sie haben ja jetzt Glück, dass Sie wissen, wer diesen Champagner in Deutschland Was kostet die Flasche im Handel? Die Flasche kostet im Handel rund 300 Euro. Hat also schon und ohne Kiste? Preis.
Mit Kiste. Die Kiste ist immer dabei. Ohne Kiste kostet sie auch 300. Ich kaufe mir die Kiste alleine auch. Genau, und Sie werden merken, ein super komplexer Champagner passt immer, passt zu jedem Anlass. Und wenn er nicht so kostspielig wäre, würde man ihn wahrscheinlich täglich trinken. Heute haben wir ein paar Flaschen mitgebracht, also legen Sie los, genießen Sie es. Vielen Dank. Ach, und eine Sache noch. Wenn Sie gemerkt haben, wir haben so Kartenspiele gemacht. Und das passt ja ganz gut mit dem Pik Ass. Deswegen haben wir Kartenspiele gemacht. Und dann habe ich mir überlegt, wir haben das Pik Ass, wir haben das Kartenspiel. Und Poker ist ja so plötzlich total beliebt geworden in Deutschland. Und ich habe gesagt, wir machen ein Armand de Brignac Pokerturnier, zu dem Sie alle eingeladen werden, wenn Sie denn kartenaffin sind. Das wird am 5. Oktober in Frankfurt in einem auch sehr schönen Hotel, ich hoffe, ich darf das jetzt sagen, Herr Niemann, aber es ist ja Frankfurt, in der Villa Kennedy stattfinden. In der Villa Kennedy am 5. Oktober ein Armand de Brignac Pokerturnier. Das wird ganz, ganz exklusiv und exquisit werden. Das schon mal vorweg. Kartenspiele gibt es jetzt schon mal so als kleinen Teaser. Und wie gesagt, genießen Sie es und danke, dass wir hier mit Ihnen sind. So, meine lieben Gentlemen, so, liebe Gentlemen, wir hatten jetzt die Musik angemacht. Die läuft schon die ganze Zeit. So, ich hoffe, bis jetzt habt ihr viel Spaß gehabt. Jetzt haben wir so ein kleines Zigarrenpäuschen eingerichtet. Das heißt, wer Lust hat auf eine gute Zigarre und einen Whisky, begleitet uns jetzt in die 6. Etage auf die Terrasse, die im 12. Mai eröffnet wird und heute für den Gentleman's Club schon eröffnet wurde, dass wir noch da kurz was genießen und machen. Was ganz wichtig ist, morgen nochmal, Filmpreis, ja. Es bekommt jeder morgen eine Akkreditierung, die ist auf den Namen ausgestellt, einen speziellen Ausweis. Und nur mit dieser Karte morgen und mit dem Personalausweis kommt man in den Filmpreis. Das heißt, ihr müsst morgen jeder einen Personalausweis mitnehmen. Ja? Ohne Personalausweis, no way, heißt wieder zurück ins Hotel, Ausweis holen. Ja? Also morgen bitte jeder einen Ausweis mitnehmen und die Karte, die bekommt ihr morgen von mir. Okay? So, ansonsten hoffe ich, dass ihr bis jetzt viel Spaß gehabt habt. Heinz, du auch? Ja. Also ich wollte da ein Friedrich Palast, ja? Friedrich der Palast? Ich muss nicht warten, bis die Mädels da ihre Beine schwingen, aber... Wo bleiben die eigentlich? Das Ballett hat sich sehr geziert. Bei was? Aber du hast es gesehen. Ja, ja, klar. Na, denk ich bin ja hinter dem Bühne. Ja, nein, wir freuen uns halt morgen. Alles klar. Morgen wird ein toller Tag. Morgen sind wir morgen früh, 8 Uhr ungefähr Frühstück, um 9 Uhr Abfahrt. Morgen lassen wir die Autos erstmal in der Garage stehen. Wir fahren morgen mit einem Reisebus ins Bundesviertel. Da wird uns unser Mitglied, Gentleman's-Mitglied Stefan Meyer, wo ist der Stefan? Da hinten sitzt er. Stefan, einfach aufstehen hier. Stefan, einfach aufstehen bitte. Ja. Mitglied des Deutschen Bundestages. Mitglied des Deutschen Bundestags, CSU. Ja. Der wird uns morgen den Bundeskanzleramt zeigen und den Bundestag zeigen. Und beim Bundeskanzleramt werden wir da noch kleine Überraschungen erleben, aber da möchte ich noch nicht so viel verraten. Da werden wir uns das morgen mal in aller Ruhe. Da kriegen wir alle das CSU. CSU-Tattoo. Genau, das heißt, morgen ist es so, jeder kann auch, wenn er will, frühstücken, wenn er will, aber um 9 Uhr Stadtplatz vom Hotel. Wein, das ist auch vom Bundeskriminalamt, das heißt, das ist ein Sicherheitscheck, muss da erst gemacht werden. Auch da bitte die Ausweispapiere mitnehmen. Dann hat uns lieber Herr Seehofer eingeladen, morgen Mittag zum kleinen Imbiss in der Bayerischen Landesvertretung. Da freuen wir uns natürlich auch sehr.
Dann circa 15 Uhr fahren wir hier zurück ins Hotel. Hönes hat leider keine Zeit gehabt. Komisch. Hönes war eingeladen, Karl-Heinz Rummenigge auch. Karl-Heinz Rummenigge ist auch Mitglied im Gentleman's Club, Hönes noch nicht. Und der Höpfner auch nicht, aber Höpfner ist noch auf einer Weltreise. Und der Hönes, der darf halt gerade nicht rein. Ja, Stichwort Oberschicht mit Kriminalität. Der darf nicht fliegen momentan, wenn die Papiere wechseln, den Zug wollte er nicht fahren. So, was haben wir noch an der Marke von morgen, John? Eigentlich nichts, ne? Also, wird morgen ein schöner Tag. Wie gesagt, wir haben dann so 15 Uhr, du machst hier bitte frisch mal im Hotel. Und gegen 17 Uhr fahren wir dann nicht selber die Limousine morgen. Morgen ist ein Fahrerservice da. Beim Gentleman's Club ist das bewusst so, dass nicht immer Fahrer da sind. Das heißt, wir können weil wir wollen, dass die Gentlemen untereinander die Autos abwechseln, auch immer andere drin sind, dass man sich kennenlernt. Das ist ja Sinn und Zweck der Veranstaltung. Morgen wird natürlich dann ein Fahrer da sein, die uns dann um 17 Uhr abholen und an den roten Teppich schaffen und dann morgen Abend den Deutschen Filmpreis genießen werden. Was übrigens sensationell sein wird, weil wir insgesamt 86 Gentlemen sind und morgen auch nochmal mit Sponsorpartner und den einen oder anderen dann noch eingeladen wurde, mit 129 Leuten im Filmpreis besuchen waren. Das ist schon enorm, das würde ich sagen. Also ich finde es gut, dass morgen Fahrer sind, denn heute war die Fahrweise nicht immer sehr gentle. Es gibt welche, die sind mit 120 durch die Stadt gefahren. Ja. Wer hat den Herrn Winkler gefahren? Wer war das? Der hat sich selber gefahren. Einen Namen. Achso. Aber wir hatten da sehr. Ich sage nicht, dass du es warst. Also, lange Rede, kurzer Sinn für die Raucher unter euch. Die sechste Etage ist jetzt eröffnet. Sechste Etage, Aufzug runter, der Aufzug rauf. Direkt links auf die Terrasse. Da gibt es jetzt guter Whisky, da gibt es schöne Zigarren von der Firma Pillinger. Und wer natürlich nicht traurig ist, kann auch hier weiter vorbei, kein Thema, aber wer jetzt mal eine Zigarettenpause einlegen möchte, der kann das machen. Tausend Dank auch an Sie, Herr Direktor vom Hotel, für Ihr Engagement. Man muss dazu sagen, dass das gar nicht so einfach ist, da an diesem Wochenende Berlin, und das wird der Herr Direktor hier bestätigen können, die Stadt ist zu, es gibt gar kein Hotelzimmer. Ja, also das ist extrem schwierig gewesen und wir haben da auch lange diskutiert und gemacht und getan, aber recht herzlichen Dank, am Schluss hat es geklappt. Wir fühlen uns alle sehr wohl, denke ich, hier und ich konnte auch den direkt überzeugen, das ein oder andere Upgrade zu machen. Das ist bestimmt dem einen oder anderen mal aufgefallen. Also ein ganz tolles Haus. Tausend herzlichen Dank an dieser Stelle und wir fühlen uns sehr wohl und genießen das natürlich auch sehr. Und wie gesagt, wer jetzt Lust hat, ist Zigarre zu rauchen und danach können wir natürlich auch noch zu später Stunde in die Elbe hier gehen, was meiner Meinung nach eine der schönsten Bars Berlin ist. Ich war an der Eröffnung hier und auch kurz nach der Eröffnung hier. Also eine ganz tolle Bar in den 20er hier im Haus, im 20er Retro-Stil, super toll. Da werden wir dann irgendwann heute Nacht dann noch einen Absager trinken. Ja? Welcher Stock? Erster Stock. Also, wer Lust hat, bleibt mal hier, wer nicht raucht und wer rauchen will, geht jetzt mit mir Zigarre rauchen. Wir sind viel Spaß. Guten Morgen, liebe Gentlemen, ich hoffe, alle haben gut genächtigt.
So, jetzt bitte mal Kontrolle, jeder auf seinen Nachbar aufpassen. Sind denn alle im Bus? Ist irgendeinem aufgefallen, dass irgendeiner nicht da ist? Nicht, okay. Hat jeder seinen Personalausweis dabei? Bitte kontrollieren, Reisepass oder Personalausweis. In der oberen Reihe haben alle ihren Ausweis dabei. Herr Fietz. Alle, ja? Tim, alles. Habt ihr alle dabei, ja? So, jetzt fahren wir ins Regierungsviertel und werden da uns das mal angucken mit den Politikern, ob das alles auch vernünftig läuft. Aber nicht den normalen Weg. Da wird uns empfangen der Stefan Meyer, der gestern Abend auch der ganze Abend dabei war, der jetzt gegen uns schon drei politische Veranstaltungen hat sausen lassen, weil momentan ist CSU-Partei in Kräuterfürth und der Stefan Meyer musste normalerweise sein und ist aber nicht hingegangen, sondern ist uns zu lieb vom Gentleman Club dabei. Und wird uns jetzt den Bundestag zeigen, und zwar auf den Wegen der Politiker, also nicht auf dem normalen Weg, wo normal die Zuschauer sind, was man jeder machen kann, sondern wir werden uns natürlich das Ganze aus einer anderen Perspektive anschauen. Danach sind wir eingeladen von der Bayerischen Landesvertretung, werden einen kleinen Imbiss, allerdings nur einen Imbiss, weil wir haben ja alles gefrühstückt, da gibt es ein paar Butterbrezel, ein paar Getränke, in der Bayerischen Landesvertretung zu uns nehmen und danach müssen wir pünktlich sein um 12.30 Uhr beim Bundeskanzleramt. Da wird uns die rechte Hand von der Frau Merkel, der Pofalla, abholen und wird uns da das Bundeskanzleramt zeigen, auch auf dem Weg, der nicht der alltägliche und der normale ist. Und da werden wir auch dann bis in die 7. Etage hochfahren, wobei normale Zuschauer nur bis zur 3. Etage erlaubt ist. Wir werden da aber mal kurz am Vorzimmer bei Frau Merkel anklopfen und dann mal schauen, was passiert. So, in diesem Sinne, ich hoffe, ihr seid alle gut gelaunt, gut ausgeschlafen und ich wünsche euch jetzt alle viel Spaß bei unserer Regierungsviertel-Tour. Viel Spaß. Gegen Wurfenwalde, Astoria, die Baustellen hatten. Hier ist wenigstens was fertig und auch einigermaßen ansehnlich Schloss Bellevue. Und da fahren dann links die Staatsgäste vor. Und wie so ein Staatsbesuch aussieht. Wir gehen zu Hardline und zu der Harley, fahren dann um die Wasserkuppe und stellen die Bitte ist unfair. Dann brauchen wir so Motorräder, mit denen ich wirklich bis das Knie schreibe. Ja, okay, das geht mehr B. Noch lange unterwegs? Ja. Ich bin aber nicht geschminkt. Da gibt man normalerweise Geld für. Nee, das geht nicht so einfach. Da habe ich jetzt die Fülle gesagt. Scheiße. Das ist eine Sicherheitsschleuse. Man weiß ja nie, was auf einen zukommt. Sozusagen. Ja, und aber war weiter angestellt. Ja. Das ist ganz wichtig.
ganz schwierig. Moment mal, da muss ich schon recht. La Ola, La Ola. Die heiligen Hallen hier des Volkssouveräns auch mit besucht. Wir machen jetzt eine schöne Führung. Werden auch Ecken auch erkunden können, die ansonsten Normalbesucher hier nicht auffinden können oder nicht besuchen können. Lieber Michael, lieber Johnny, mich freut es wirklich, dass ich mich da auch mit diesem Besuch oder mit dieser Führung heute auch ein bisschen revanchieren kann, auch für diese schöne Freundschaft, die sich jetzt über das letzte Jahr hinweg zwischen uns entwickelt hat. Vielen Dank auch dafür. Gerade kurz vor der Wahl, ne? Ja. Das ist umso bemerkenswerter, weil du weißt ja nicht, ob ich wiedergewählt werde. Und bist trotzdem sehr freundschaftlich verbunden. Vielen Dank auch dafür. Ja, es werden auch Mitarbeiter von mir mit dabei sein. Also wenn Fragen bestehen, bitte einfach drauf los. Wir werden auch zur Besuchertribüne des Plenarsaals hochgehen. Wir werden also wirklich, lieber Michael, ich habe wirklich für dich Redezeit beantragt. Mal sehen, ob dem auch entsprechend Rechnung getragen wird. Und der Highlight ist dann natürlich der Besuch der Kuppel. Und es geht dann ja für euch weiter zur Bayerischen Landesvertretung. Du hast gestern ja schon gesagt, Horst Seehofer hat gekocht. Es gibt mit Sicherheit was Schmackhaftes. Und anschließend steht dann der Besuch im Bundeskanzleramt auf dem Programm. Vielleicht nur ganz kurz zu diesem Gebäude hier. Wir sind jetzt hier im Paul-Löbe-Haus. Das ist also eines der Parlamentsgebäude. Hier sind sämtliche Ausschusssitzungssäle. Also Sie sehen jetzt diese Rundungen. Hinter jeder dieser Rundung verbirgt sich ein Ausschusssitzungssaal. Also jeder Ausschuss hat einen eigenen Sitzungssaal. Darüber hinaus sind hier in diesem Gebäude noch ungefähr 100 Abgeordnetenbüros. Die meisten sind im sogenannten Jakob-Kaiser-Haus. Wir kommen dann anschließend dorthin. Und was vielleicht ganz interessant ist, dieses Phalanx, die Sie hier sehen, also vom Bundeskanzleramt, Sie sehen es dann besser, wenn Sie etwas weiter zurücktreten, über das Paul-Löbe-Haus zum Marie-Elisabeth-Lüders-Haus ist das sogenannte Band des Bundes. Architekt des Paul-Löbe-Hauses war von Braunfels, der zum Beispiel auch die Pinakothek der Moderne in München entworfen hat und auch das gegenüberliegende Gebäude, das sogenannte Marie-Elisabeth-Lüders-Haus. Und wenn Sie dann an die Spree näher treten, ist ganz interessant, der Verlauf des Daches ist kongruent zum Verlauf der Spree und würde sich wie ein Putzle einschieben lassen in das Nachbardach. Also es soll das Zusammenwachsen zwischen Ost und West symbolisieren. Gerade auch an dieser Stelle sind leider ja auch einige DDR-Bürger auf der Flucht ums Leben gekommen. Also ich glaube schon ein sehr sinnbildlicher und symbolischer Ort, auch an dem wir hier sind. Das soll es aber wirklich jetzt von meiner Seite aus mal ganz kurz sein. Wie gesagt, wenn irgendwelche Fragen bestehen, der Herr Hartmann, der Herr Foda, zwei Mitarbeiter von mir sind mit dabei. Bitte einfach an Sie wenden und ich wünsche uns jetzt alle einen kurzweiligen und schönen Aufenthalt hier. Danke. Mein Büro ist direkt an der Spree, klein aber fein, ganz nett gelegen. Und hier nochmal die Kamera reinlegen. Die wichtigste Aufgabe des Abgeordneten ist einmal, sich in eine dieser Unterschriftenlisten einzutragen. Also es ist so, wenn man das vergisst, passiert auch einmal, dann werden auch sofort 100 Euro abgezogen. Also anders als im Europaparlament, die kriegen was oben drauf, wenn sie sich nach Brüssel bequemen. Uns wird zu Recht was abgezogen, wenn wir nicht gewählt sind. Was hier ganz interessant ist, hier sind wirklich noch Originalinschriften von sowjetrussischen und auch US-amerikanischen Besatzungssoldaten. Der ganze Reichstag war voll geschmiert nach der Eroberung, nach der Kapitulation. Und es ist also auch alles archiviert worden. Der Großteil ist dann getilgt worden, aber an ein paar Stellen hat man diese Inschriften aus dokumentarischen
Zwecken auch noch belassen. Ich finde das eigentlich auch ganz schön. Ja. Und hier sieht man auch so ein Kunstwerk, das kam dann 2000 der Bevölkerung. Also ich finde es nicht sehr ansehnlich. Sie sehen es dann auch oben von der Kuppel aus ganz gut. Das soll so einen bewussten Kontrast darstellen zu der Aufschrift der deutschen Volke an der Westfassade. Und da ist damals, das war damals nicht im Bundestag, jeder Kollege aufgefordert worden, Humus aus seinem Wahlkreis mitzubringen, um die Vielfalt Deutschlands darzustellen. Jetzt schaut es wirklich aus, als auch gut bayerisch wie Kraut und Rum. Das ist ja die Vielfalt Deutschlands. Ja, die CSU hat sich damals bis auf eine Kollegin verweigert. Also kaum Humus aus Bayern mit dabei ist. Sonst sieht es ja besser aus, oder? Ja, eben. Das ist das Blöde, weil die so um so zusammengehen. Ja. Das hast du unter dir überhaupt keinen Halt. Ganz komisch. Ganz komisch. Wir begrüßen den Gentleman's Club. Aber man muss es spätestens 48 Stunden vorher schriftlich ankündigen. Und das habe ich auch schon erlebt. Dann gibt es Mund-zu-Mund-Beatmung. Abends noch und hast du was ist da los? Überlegt und also geht's noch. Aber Herr Mayer, ein recht herzliches Dank an dieser Stelle an den Herrn Stefan Mayer, die tolle und schöne. Was? Geht doch mit Mikro, ja? Danke.
Okay, das war jetzt ein kurzer Besuch, oder? Ja, nur ein kurzer Blick. Ist ein bisschen übersichtlicher, was die Bestuhlung anbelangt. Ja, sind Gott sei Dank weniger. Die Wählen machen so nicht. Ja, war bei uns. Schickst gleich die Gegendarstellung. Danke. Alle wie Bond, ja? Bisschen zusammen, genau. Bisschen Bond, bisschen Spannung im Körper. Nicht Entspannung, das kommt heute Abend. Kannst du jetzt gerne mal rangehen? Film. Wir sind die Richtige. Findest die anderen und einmal euch beide allein. Ohne Rasakerli. War ein Scherz. Recht so. Marco, was kommt jetzt? Ah. So. Danke. 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 Ganz spannend. Wie ist das eigentlich bei dir? Wie viele Daten schütten Sie den Bot rein? So, liebe Gentlemen, sind denn alle da? Hat jeder sein Nachbar im Auge? Haben wir einen verloren? Sind alle dabei? Drei neue Nachbarn. Drei neue Nachbarn, man Konstantin Provo. Sind alle da? Fällt irgendeinem einer auf, der nicht da ist? Nur rote Trimmel. Oben auch alle da? Okay. So, jetzt fahren wir in die Bayerische Landesvertretung, wo uns die CSU zu einem kleinen Umbruch einlädt, Mittagessen. Das ist aber kein riesen Mittagessen, da sind wir nur ungefähr 20, 30 Minuten. Da gibt es ein paar Brezeln, Butterbrezeln. Ja. Endlich zu Hause. So viele Leute nicht direkt mehr. Was soll ich da machen?
Reisen, dann gibt es aber nicht. Leute. Ich habe meine Damen und Herren, darf Sie ganz kurz unterbrechen, weil Sie haben ja auch ganz wenig Zeit mitgebracht. Darf Sie herzlich begrüßen hier in der Bayerischen Landesvertretung. Mein Name ist Thomas Brag, ich bin hier im Hause Referent für alles, was funktionieren sollte. Das heißt für den inneren Dienst, für Personal. Das haben wir gemacht, wir haben halt mit dem Verband zusammen hier eine kleine Ausstellung gemacht. Wir haben nachgewiesen, dass Sir Norman Foster, der damalige Architekt des Reichs... So, so. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Applaus. Wie gesagt, tausend herzlichen Dank für die kleine Einführung. Geplant war in der Tat hier ein Mittagessen, das haben wir gecancelt. Es gibt noch Brezeln, weil wir sonst zeitlich das nicht schaffen würden. So ist aber auch vor, wie das genau ist mit dem Bundeskriminalamt, mit Abchecks und hin und her. Deswegen haben wir hier uns entschieden, wir machen nur schnell einen kleinen Imbiss, weil wir fahren jetzt weiter ins Bundeskanzleramt. Da ist ein Sicherheitscheck nochmal, das dauert eine gewisse Zeit. Und der Zeitslot bei verschiedenen Politiker oder Politikerinnen, der muss mal gucken, ob man die noch einhält. Deswegen habe ich entschieden, wir verzichten auf Mittagessen hier, wir machen eine Brezel und schauen uns jetzt das Bundeskanzleramt an, was uns da erwartet. So, der Bus fährt in 6 Minuten, das heißt, alle wieder raus, Zigarette machen. Jetzt haben wir noch zu früh. So, 10 Minuten. Warte, mein Weißbier. Ja. Haben wir bei uns auch. Ja. Öfters spät. Typisch deutsch. Das ist ja ein Ding. So ist es. Dynamisch. Da hast du natürlich recht. Ich habe eigentlich kein Problem. Ich war nur krank gestresst, wenn wir mit Arbeit machen können. Wir jetzt machen, dann müssen wir die Arbeit machen. Ja. Die Stadt hat das aktive Zimmer. Vielen Dank. Und, das blüht total. Natürlich dazu dann reden. Ja, morgen kannst du ja fahren. Sekunde. Einmal ein strahlendes! Hey. Einmal alle die Hände hoch! Hey. Da habe ich meine Probleme mit, also kenne ich den Bundeskanzler. Ich bin auch nicht so gut. Damals. Und so. Ich bin das ist so eine Wand. Weil für Sie damit der Vorteil verbunden ist, dass wir etwas mobiler sind, folgerichtig auch mehr sehen. Ich bekenne offen, für das Kanzleramt ist der Vorteil, dass man Sie besser im Auge behalten kann. Wir haben sicherlich schon festgestellt, Sie betreten ein eher gut gesichertes Gebäude der Bundespolitik, was sich auch darin äußert, dass wir jetzt begleitet werden von Beamten des sogenannten, sind hier tatsächlich nicht vorgesehen. Das dachte ich mir schon. Und insofern, also den Herrn kurz im Auge behalten, ganz wichtig. Aus gegebenem Anlass weise ich darauf hin, sollten Sie die Bundeskanzlerin sehen, ist die Anrede Angie eher nicht gebräuchlich. Frau Bundeskanzlerin trifft es dann doch etwas besser. Ich darf dann den Hinweis machen, wenn Sie Garderobe jetzt nicht mit sich führen wollen, ich weiß nicht, ob Sie da irgendwas dabei haben, können Sie zu beiden Seiten in den Räumlichkeiten die Dinge deponieren. Wir bewachen die Räume nicht, haben aber die Erfahrung gemacht, dass das Haus insgesamt sehr gut gesichert ist. Und insofern sind wir da guter Dinge. Zum guten Schluss, wir würden Ihre Führung damit beginnen wollen, dass wir einen kurzen Einführungsfilm zeigen.
weil wir schlicht und einfach nicht alle Teile des Hauses Ihnen persönlich zugänglich machen können. Und dann ist es ganz interessant, zumindest mal per Film Blick ins Kanzlerbüro geworfen zu haben. Ja, so viel zu Beginn. Besteht das Interesse, unsere Örtlichkeiten kennenzulernen, dann wäre, wie gesagt, jetzt der Moment dazu. Geschichte des Kanzleramtes und der Vorgänger in Bonn vor Ihren Augen ablaufen. Das Ganze dauert in etwa 15 Minuten und danach schauen wir uns das Haus an. Erstmal viel Spaß. Wichtig ist, wir haben hier im Prinzip so etwas wie eine dreiflügelige Schlossanlage. Die Architekten hatten tatsächlich das Problem, dass sie sagten, wir wollen ja im Prinzip auch eine Aussage zum Haus treffen. Und das ist hier nicht so einfach wie drüben im Reichstagsgebäude. Im Reichstag haben sie vier Türme, da sitzen die Fraktionen drin, in der Mitte kommt es zusammen, perfekt. Nur hier sind wir ein Amt. Der größere Teil der hier Beschäftigten, das heißt 450, arbeitet in der obersten Bundesbehörde. Und nur 50 sind im eigentlichen politischen Leitungsbereich beschäftigt. Da hat es lange Diskussionen gegeben. Wir haben noch 12 Jahre später erlebt, dass im Reichstag heftige Diskussionen waren, ob der Heise jetzt Reichstagsgebäude darf. Am Ende hat Kohl gesagt, jetzt muss man gut sein. Und hat sich bewusst von einem Schüler Heisis von Albrecht Gese malen lassen. Wenn Sie das Kurzbild anschauen, sehen Sie vielleicht, dass das Format schon wieder deutlich größer ist. Ist ja auch größer gewesen. Ja, ja, also wenn Sie Schröder sehen, da muss man gleich eines dazu sagen. Schröder war tatsächlich nach Schmidt wohl der kunstsinnigste Kanzler. Der hat wirklich sehr enge Kontakte in den Bereich der Neuen, der jungen Wilden, so jung sind die alle nicht mehr, aber Georg Baselitz, Anselm Kiefer, Markus Lüppert, Jörg Immendorf, da hat er beste Kontakte. Hat er gemacht? Gestern Morgen habe ich eine SMS. Gut verteilen, über die Wände den Rückhalt in den Griff bekommen und damit sind simultan anbieten, sehr, sehr gute Blickachsenfarben. Also die machen das logisch voll, weil die sagen, es ist ja gerade, wenn sie so in Vorbereitung europäischer Räte oder dergleichen hier mal 27 Mitgliedstaaten der Union einladen und dann ein Delegierter meint, er müsse einen Witz machen, dann haben sie ein Problem, weil ja, ich sag mal, deutscher Humor im Ausland durchaus skeptisch betrachtet wird. Ja, und dann, da gibt es aber jemand dafür. Dinge, die du nicht ändern kannst, diskutieren nicht drüber, geh weiter, aber was war denn da? Ja, die Antwort über die Höhe der Rechnung. Dinge, die du nicht ändern kannst, zahlst du. Also, das ist, und ich bin satt, das gibt ja Leute, die können das. Gesetz eine klare Aussage zum Thema Pressefreiheit. Also wünschen wir bitte, dass wir hier arbeiten können. Kann man denken,
wenn Sie nicht akkreditiert sind, als Korrespondenzen, freue ich mich, dass Herr Bundeskanzler und seine Gäste eingeladen haben. Kommt ihr auch zurück, kommt ihr zurück. Wir machen ein Foto. Sie bleiben stehen sowieso. Okay. Ein Lächeln, alle zusammen, ganz schnell. Komm zurück, Kollege. Schnell. Nee. Lange Zeit. Alle eng. Komm zurück. Ja. Mach doch das Foto, das kriegt von jeder von Ihnen. Da müssen Sie doch nicht drauf. Sehr schön. So, für mich auch nochmal. Herrschaften. In der Tat, oder? Cool. Hast du es auch? Was eine Weile München noch nie war. Zum Deutschen Filmpreis. Yes. Zuschauer, wir stehen jetzt neben dem Künstlermanager und man kann auch sagen Promi-Manager David Rienau. David Rienau, du bist heute hier auch für und mit dem Gentleman's Club. Sag doch mal ein bisschen was über den Gentleman's Club. Ja, das ist ein Zusammenschluss von Herren, wie der Name schon vermuten lässt. Und wir sind alles erfolgreiche Unternehmer, Manager, Entscheider in der Wirtschaft und verbringen immer einmal im Jahr ein Wochenende
irgendwo in der Welt mit einem besonderen Highlight. Und dieses Jahr ist das Highlight eben der Deutsche Filmpreis. Unter anderem natürlich aber auch Angela Merkel heute beim Kanzleramt. Der Empfang war ja auch super. Ja, ne? Für manche Herren war das sicherlich auch ein Highlight. Für die Gentlemans. Sag mal, David, wir sind ja heute hier beim Deutschen Filmpreis und mit Sicherheit sehr viele Prominente, die dir bekannt sind. Und wir haben ja hier unsere eigene Lounge. Werden wir nachher den einen oder anderen Star über dich mal kennenlernen, den du uns dann auch mal rüberbringst hier zum Interview? Ja, das ist sicherlich möglich. Der eine oder andere wird sich auch in unserer Lounge verirren, weil er raucht oder weil er hier jemanden trifft, den er kennt. Also das kann ich ziemlich sicher zu sagen. Ja. Wo sieht man dich als nächstes? Du bist ja auch sehr viel aktiv unterwegs. Gibt es da wieder ein tolles Event oder irgendeine Sache, eine Planung von dir, die die Leute vielleicht da draußen mal gerne erfahren könnten? Ja, das nächste Event ist wieder eine Modenschau in Hamburg am 7. Mai. Für einen guten Zweck, für die Sternenbrücke, eine Charity-Modenschau in der Kulturkirche in Altona. Schön. Für das Label Millions and Millions, und da darf man auch gespannt sein, wer da so prominent ist über den Laufsteg, Leute. Ja. Danke, David, für das tolle Interview. Viel, viel Spaß weiterhin. Danke, wünsche ich auch. Ja, liebe Zuschauer, und jetzt haben wir den General Manager vom Waldorf Astoria in Berlin, Herrn Niemann, hier neben uns stehen. Ich grüße Sie erstmal. Schönen guten Abend. Sagen Sie, Herr Niemann, der Gentleman's Club, wie ist die Thematik eigentlich an Sie herangetragen worden? Das ist eine interessante Frage. Wir wurden angesprochen über Kontakte, wie das heute so ist, ob wir uns da engagieren wollen. Und dann habe ich mit Herrn Eckert gesprochen und mit ein paar anderen Multiplikatoren in der Gruppe und habe gesagt, das hört sich toll an, da sind wir gerne dabei. Ja. Und Ihr Hotel selber ist ja gerade so, hatte sein Startup, er wird ja noch viel gebaut. Was würden Sie denn über Ihr Hotel gerne erzählen? Da habe ich wahrscheinlich nicht genügend Zeit bei Ihnen dazu. Können Sie ein bisschen referieren? Weil ich natürlich begeistert bin vom Hotel. Wir haben gerade vor 3 Monaten, Anfang Januar, haben wir eröffnet. Und das Waldorf Astoria Berlin steht als Leuchtturm quasi für die Wiederbelebung der City West. Ist eines der besten Hotels Berlin sicherlich. Einzigartig in der Ausstattung, einzigartig in dem Standort. Und knüpft natürlich an die Tradition des, wie Conrad Hilton es nannte, the greatest of them all, des Waldorf Astorias in New York an. Welche Differenzierungsmerkmale wollen Sie denn bilden? Welche Premium-Zielgruppen sprechen Sie an, dass man da so ein Bild kriegt davon? Gut, Premium-Zielgruppen sprechen wir natürlich schon recht breit an, das ist ja ganz klar. Aber sicherlich spielt der Standort eine Rolle. Es gibt Gäste in Berlin, die ganz klar nach Mitte wollen, in andere Stadtviertel wollen oder in die City West. Da sind wir. Wir sind kein klassisches, sehr konservatives Haus. Wir stehen schon für zeitlose Eleganz und sprechen damit natürlich Zielgruppen an, ob das im Modebereich ist, ob das im Medienbereich ist, ob das Geschäftsleute sind. Da finden wir ein sehr, sehr breites Echo. Ja. Was plant ihr in nächster Zeit? Wird es auch viele Events geben? Hoteleigene Events oder Fremdevents? Ich sage mal ein Beispiel, vielleicht Modenschauen, kultureller Natur oder auch Charity-Veranstaltungen. Was könnte man im Hotel bei Ihnen alles realisieren? Da gibt es einiges. Also heute Abend beispielsweise findet bei uns zum ersten Mal eine Opernstunde statt in der Library, oben im 15. Stock. Mit dem Intendanten der Deutschen Oper, der eben über die bestimmte Opern referiert. Das wollen wir zu einer Institution machen. Dann gibt es einen sogenannten Tourism-Talk, wo wir über die touristische Entwicklung Berlin sprechen, mit dem regierenden Bürgermeister, mit dem Geschäftsführer des Flughafens. Gleichzeitig unterstützen wir die Berlinale, die Filmfestspiele, sind Partner für die Fashion Week. Also da ist schon sehr viel Potenzial. Ja, also mehr kann man da eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Besten Dank erstmal, dass Sie sich auch mit dem, sage ich mal, Futurecom AG und dem Gentleman's Club zusammen kooperieren. Fühl ich und, mich sehr wohl. Und dass wir das hoffentlich auch weiter in Serie genießen und weiter von Ihrem Hotel auch erfahren, von vielen schönen Veranstaltungen. Und dafür nochmal erstmal besten Dank. Sehr gerne. Herzlichen Dank und weiter einen schönen Abend. Ja, liebe Zuschauer, jetzt stehen wir neben Herrn Mr. Appassionato, Herrn Appassionata, Herrn Peter Massin. Ich grüße Sie erstmal. Ja, guten Abend. Ich grüße Sie auch. Herr Massin, Sie sind der Initiator von Appassionata. Sie hatten die Vision, Sie sind damals ins wirtschaftliche Risiko gegangen, um Ihre Vision zu erfüllen. Wie begann das damals eigentlich mit Appassionata, der Reitshow, der berühmten Reitshow? Also es begann damit, dass jemand aus der Pferdewelt auf mich zukam und mich fragte, ob ich was mit Pferden machen könnte, eine Show. Und ich sagte, eine Show mit Pferden? Wie geht das denn? Und ich komme selber aus Westfalen und Pferde sind uns, also wir sind mit Pferden groß geworden. Ja. Und da dachte ich, da ist was dran. Ja. Und da muss ich ehrlich sagen, auf einmal, als ich dann das Gefühl dafür bekommen habe, wie ich so eine Show zusammensetzen kann, habe ich gemerkt, was das für ein irres Ding ist mit Pferden, was für eine Freude man damit bereiten kann und wie toll das auch ist. Das ist, und das Schönste, was wir da machen, ist etwas, wo ich sage, ja, also aus ganzem Herzen etwas zu machen. Ich sage mit allen Mitarbeitern, alle Leute, die uns arbeiten. Ich sage, egal wie hart die Arbeit ist, ihr macht,
ihr bereitet Menschen immer eine Freude. Und ich sage auch bei uns in der Show, am Anfang dachten wir, wir machen da sehr viel Show drumherum und Gott weiß was. Und irgendwann haben wir verstanden, es geht nur um die Pferde. Es geht die Pferde und der Kontakt der Menschen zu den Pferden. Und ich habe gemerkt, Menschen, die Pferde lieben, das ist sowas Reines, sowas Natürliches. Und ich meine, Pferde sind... Seit Jahrhunderten auch die Wegbegleiter des Menschen, ja? Nicht nur die Wegbegleiter, was gibt es Schöneres als Pferde? Ja. Ich meine, ich habe das, wenn man mit so einem Pferd mal Kontakt aufgenommen hat, und mir geht es jetzt nicht um Reitkunst, es ist das Pferd nicht als Reitsportmittel, das Pferd nicht als, sondern das Pferd, wie es ist. Ja. Und Pferde sind ja emotionale Wesen. Ja. Die merken ja sofort, sie nehmen mit ihnen nicht über die Sprache Kontakt auf, sondern über ihre Augen und über ihre Seele. Und wenn der Kontakt zustande gekommen ist, dann merken sie auf einmal, sie sind da. Es gibt sie. Und das Pferd merkt das auch. Und diese Beziehung zu spüren, zu merken, dass man da ist. Und ich sag mal, und unsere Show ist ein bisschen so, ich sag mal, für einen kurzen Augenblick eine Gegenwelt. Eine Gegenwelt zu der Welt, wie wir sie heute kennen, der Welt des Kommerzes, des Geldes, des... Sie wollen die Welt ein bisschen entschleunigen, würde man sagen. Vielleicht, entschleunigen. Ja. Und ich möchte eigentlich die Menschen für einen ganz kurzen Augenblick zu sich führen. Ja. Weil... Das ist ja alles zusammen mit Naturverbundenheit, mit der Beziehung zu Tieren. Aber Sie schaffen ja auch Traumwelten. Also das ist ja eine große, gigantische Show und auch eine große Inszenierung. War das am Anfang von Ihnen wirklich schon in dieser Größenordnung gedacht? Oder haben Sie damals gedacht, wir fangen da erstmal an? Aber man kann ja auch nicht alles gleich einkaufen, was man sich wünscht, sondern das muss ja wachsen. Das ist eine Sache, die gewachsen ist. Ja. Man ist langsam reingekommen und man merkt auf einmal, es geht immer weiter und weiter und weiter. Und auf einmal wurde etwas immer Schöneres daraus. Und ich sage... Ich bin ein glücklicher Mensch, weil ich sage auch manchmal, dass ich sowas machen kann. Ja. Nicht jeder Mensch hat die Möglichkeit, sowas machen zu können. Und dass es mir so gelingt, sowas zu kreieren, zu machen, zu schöpfen. Und in lachende Kinderaugen zu schauen, das wecken Sie ja auch, die Gefühle. Eine harmonische Familie, die eben halt auch mit dieser Tierwelt einfach Glücksgefühle erlebt. Ja, Glücksgefühle. Und ich sage auch, was wichtig für mich ist, Menschen, die verstehen, was wir da machen, dieses Kontakt auf eigentlich zu sich selber. Ja, ja. Die Kinder, das ist das reine Kinderherz, das nimmt es auf. Und sage, ja, es ist wirklich schön, es ist toll, es ist einzigartig. Jedes Jahr haben wir 500.000 Menschen, die in die Show reinkommen. Unglaublich. Wir haben über 6 Millionen Menschen, die Show gesehen haben. Ich habe Menschen gesehen, die geweint haben, als sie die Show gesehen haben. Und einmal gab es einen Augenblick, da war ein kleiner Junge, der weinte. Und dann bin ich zu ihm hingegangen und sagte, warum weinst du denn? Er sagte zu mir, weil es schon vorbei ist. Ich hoffe, Sie haben nochmal Freikarten gegeben, weil das auch in Ihnen wahrscheinlich was auslöst, ja? Ja, ich muss sagen, das vergisst man nicht. Manchmal, ne? Ich habe zum Beispiel manchmal so Hilfsorganisationen, anonyme Alkoholiker oder so, die schreiben uns an und sagen uns, habt ihr Karten für uns? Sag ich, ja, gerade für solche Menschen mache ich das ja. Ich gebe auch, was die Preise angeht, der Eintrittskarten, ich sage, wer diese Show sehen kann, jeder, der diese Show sehen möchte, der kann sich diese Karte, Eintrittskarte leisten, weil das Geld soll nicht die Hemmschwelle sein, dass ich sowas nicht sehen kann. Und das ist für mich eigentlich an jedem Menschen die Möglichkeit zu geben, sowas zu erleben. Der Bekanntheitsgrad ist groß. Man kann eigentlich über diese Show, sag ich, nur noch referieren, wenn man mal nochmal in die Zukunft schaut. Was haben Sie denn noch für, sag ich mal, Visionen oder Perspektiven? Was gibt es in Planung? Was erwartet die Zuschauer in nächster Zeit? Also wir planen im Augenblick, also ich bin jetzt gerade dabei, in München eine feste Institution zu bauen, den Appassionata Park. Möchte das allerdings als Prototypen nehmen, um weltweit solche Parks aufzubauen und hoffe, dass ich vielleicht in 10 oder 15 Jahren 10, 15 Parks habe, weltweit, überall. Jetzt in München baue ich den Appassionata Park. Ja. Ein anderer verrückter Traum von mir ist es, in New York die Appassionata Arche zu bauen. Okay. Ein schwimmendes Schiff, auf dem die Show stattfindet, 5 Minuten vom Broadway, wo ich sage, hat die Welt noch nicht gesehen, absolut verrückt, durchgeknallt, wo ich sage, aber wieder mitten in die Seele. Ich danke Ihnen, Herr Massin. Das sind die Menschen, die Pioniere der Moderne, kann man sagen. Ich freue mich auf Ihre Träume und auf Ihre Vision, weil Sie setzen sie wirklich um. Und ich glaube, das hat Appassionata bewiesen, dass Sie auch konsequent genug sind, weiter in die Richtung zu denken und uns weiter zu überraschen. Besten Dank und besuchen Sie mal die Show Appassionata. Danke, Herr Massin. Danke, vielen Dank. Super.
Ja, und jetzt stehen wir neben Herrn Matthias Waske. Ich grüße Sie. Sie sind auch selber Mitglied beim Gentleman's Club. Ja, Ehrensache, logischerweise. Genau. Und da würde es mich natürlich auch mal interessieren, was Sie beruflich machen, was Sie auch mit Passion machen. Ich habe gehört, Sie sind ja Maler. Ja, mein ganzes Leben lang schon Maler. Ja, also von frühester Jugend an. Ja. Eigentlich gibt es, das ist meine große Passion, immer noch. Und es bis zu meinem Lebensende werde ich malen und Künstler sein. Ja. Und davon lebe ich auch bestens. Das haben wir schon erfahren. Und kann mir das Gentleman-Leben leisten. Wie kann man sich denn als Künstler überhaupt etablieren und welche Stilrichtung machen Sie? Expressionismus, Impressionismus, Kubismus? Natürlich, eigentlich um zu überleben, muss man wirklich einen eigenen Stil kreieren. Ja. Und etwas ganz Besonderes irgendwie, also weil Maler gibt es ja wie Sand am Meer. Es gibt überall, so viele Maler, überall trifft man Maler, 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 es ist ja schrecklich. Was zeichnet denn einen echten Waske aus? Einen echten Waske, dass seine Technik fast unnachahmlich ist. Ja. Wie ein alter Meister, die ja ausgestorben sind, kann ja keiner mehr malen. Ja. Wir waren heute im Bundestag und dort hängen ja die Porträts der ganzen Politiker zum Beispiel. Ich habe sie heute das erste Mal gesehen und ich muss sagen, es sind schreckliche Schülerarbeiten. Es ist peinlich, diese Porträtreihe. Ich würde mich erschießen müssen, wenn ich so male. Ich würde mal sagen, zu Zeiten eines Michelangelos wäre das wahrscheinlich lächerlich. Eine Augenbeleidigung. Ja, eigentlich, die würden ja hin auf den Scheiterhaufen kämen. Die, ja? Oh Gott. Also okay, gut, das will ich aber mal erzählen nicht Sie über Ihre haben. Kunst. Ja, ist das Ölmalerei oder wie sind, Sie? Eigentlich bin ich Meister aller Techniken. Ja. Ich kann Öl malen, Acryl malen. Ja. Und zwar, ich kann natürlich so malen, dass man fast das Gefühl hat, das ist 400 Jahre alt, 500 Jahre alt. Aber mit heutigen Themen, unverschämten Themen, frechen Themen, manchmal sehr sexy, manchmal wirklich... einige Leute können sich drüber aufregen, andere finden es grandios. Also man kann natürlich nicht allen gefallen. Aber ich habe meine eigene Richtung und bin damit glücklich. Und die Käufer auch. Ich meine, wäre es dann eine Auftragsmalerei, dass der Kunde sagt, er möchte sich gerne in dieser und dieser Form inszenieren? Oder sagen Sie, nein, ich bringe da meinen Stil rein? Ich bringe meinen Stil rein. Und es ist so, es gibt auch Aufträge im Leben. Das hat jeder große Künstler gemacht. Das wäre ja schrecklich. Ja. Weil man lebt ja auch, auch von Aufträgen. Ja. Und dann kann ich natürlich, ohne die Leute zu beleidigen, etwas machen. Es muss ihnen ja auch gefallen. Ja. Ja? Also da werde ich keine so Unverschämtheiten reinbringen, dass sie es schrecklich finden. Das wäre ja nicht der Sinn der Sache. Wissen Sie, als Beispiel will ich nur sagen, ich bin sehr oft in Monte Carlo und habe dort einen großen Auftrag im Moment gerade erledigt. Ein Porträt mit 5 Personen, ein Präsident des Internationalen Deutschen Clubs von Monaco, zu seinem 40-jährigen Club-Jubiläum, also vom Fürstenhaus, Ehrenmitglied. Und also dieser Club ist ein Milliardärsclub und diese Milliardäre und Millionäre legen zusammen und schenken diesem Präsidenten ein Porträt, das ich male in diesem Auftrag. Das ist natürlich eine wunderschöne Sache. Und ich würde, glaube ich, verjagt aus dem Lande, wenn ich also solche Porträts abliefere, wie ich Ihnen gerade erzählt habe. Und das ist aber eine tolle Ehre auch, also große Leute malen zu können und dass die aber auch noch glücklich sind. Und muss man auch Anspruch können. Auch gerecht zu werden, ja, nicht? Genau. Sie erreichen ja Premium-Zielgruppen, Ihre Bilder sind sehr, sehr teuer, oft muss man sagen, kann sich nicht jeder einen Waske leisten. Wie wird man so bekannt und erfolgreich durch Galeristen, über die Medien, durch Empfehlungen, wie sind Sie so gewachsen? Weil ich natürlich sehr früh angefangen habe zu malen, mit sehr vielen Kunstausstellungen weltweit. Ja. Ich habe Einzelausstellungen in Amerika gehabt. New York auch zum Beispiel? New York schon, Miami, in asiatischen Ländern, große Kunstpreise in Japan bekommen, also richtig hoch datierte Preise. Also sowas baut sich ja langsam auf. Welche Maler schätzen Sie denn zum Beispiel? Neben sich Herrn Baselitz zum Beispiel? Nein. Welche sind so die Maler, die Sie... Die interessieren mich überhaupt nicht. Ja, nein, ich meine, ich werde sie auch nicht interessieren, das ist ganz klar. Aber es gibt Maler, die man vielleicht gar nicht kennt. Ja. Da gibt es einige, die finde ich hervorragend. Da haben Sie auch ein Herz dafür. Da habe ich ein Herz dafür. Die sind nicht mal berühmt, aber sie sind großartig. Und sie können
können, sie verstehen ihr Handwerk noch und das liebe ich. Ich mag nicht diese Künste, ich bin sogar von BMW mal eingeladen gewesen, bei denen ich auch schon mal ausgestellt habe, in München, große Einzelausstellung, gesponsert von BMW und ich war in Paris eingeladen von BMW zur Art Car, eine Bemalungsaktion von berühmten Künstlern in Paris im Centre Pompidou, da war Jeff Koons. Und ich finde, Jeff Koons ist ein hervorragender, ein grandioser Geschäftsmann. Ja. Bin ich nicht so sehr, so großartig, aber er macht leider seine Sachen nicht selber. Er hat ein Riesenteam, die das alles machen. Das und ich gehöre zu den Malern, die tatsächlich es selber, ich kann auch Monate an einem Werk arbeiten. Das tun die Leute heute nicht mehr. Ich bin ganz altmodisch. Herr Waske, wo kann man Sie denn kennenlernen, erleben aktuell? Also wenn sich jemand für Ihre Arbeiten interessiert, wie muss er sich an Sie wenden? Übers Internet oder also geben Sie mal einen Internet, Tipp? Ja? Übers Internet, müsste ich jetzt was er angeht, muss. Ja. Ich bin kein Computerfreak. Das werden wir recherchieren für Sie. Das werden wir recherchieren. Also ich kann Ihnen meine Karte geben. Das ist eine Future.com-Karte. Sie steht also www. Warten Sie. Ich habe das auf einer Karte draufstehen. Das werden wir dann nachträglich. Können Sie das nachträglich? Ja, ja. Also bla 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 bla. Dann kommt diese Sache rein. Ich bin kein Computerfreak. Besten Dank, dass Sie uns einen Einblick in Ihre Arbeit, in Ihre, sag ich mal, Werke gegeben haben. Weiterhin viel Erfolg und Dankeschön, dass Sie auch hier mit Future.com und dem Gentleman's Club dabei sind und heute beim Deutschen Filmpreis. Ich bin sogar extra von der Côte d'Azur angereist, um bei den Gentlemen's von Future.com dabei zu sein. Besten Dank, ja. Vielen Dank. Ja, und jetzt neben uns Wilson Ochsenknecht. Ich grüße dich erstmal beim Deutschen Filmpreis. Hallo. Ja, guten Abend, hallo. Du, wir hatten deine Mutter vor kurzem auch gerade vor der Kamera bei Light and Stars. Und jetzt hier du beim Deutschen Filmpreis. Hast du denn heute jemanden nominiert? Wie hast du denn mitgewirkt beim Deutschen Filmpreis? Du, wir sind, ich glaube, 3 oder 4 Mal nominiert mit Quellen des Lebens, den Oskar-Röhler-Film. Ja. Und deswegen bin ich hier. Und drück die Daumen, ganz verzweifelt. In welchem Rahmen bist du da? Die Hauptrolle hast du da? Nee, ich habe Nebenrolle gespielt. Ja. Nebenrolle, genau. Und die beste Nebendarstellerin ist nominiert gewesen, hat leider nicht gewonnen. Ja. Und beste Spielfilm sind wir nominiert, beste Maske und irgendwas anderes noch oder nicht? Welchen Charakter spielst du denn in dem Film? Ich spiele Schwarz, ist ein Typ, der später mal Zuhälter werden will. Und so ein Haut-drauf-Typ. So. Also so, wie ich nicht in echt bin. Wie bist du denn eigentlich in Wirklichkeit? Weil dir liegen ja eigentlich auch die Bad-Boy-Rollen. Du hast einfach ein richtiges Charaktergesicht, du bist ein richtiger Typ. Ja, und da will man auch wissen, wie bist du privat? In echt bin ich das komplette Gegenteil. Wirklich. Das heißt, sehr sanftmütig, ja, sehr empathisch. Ich bin lieb, ich kann auch romantisch sein, ich kann auch witzig sein, wenn ich will. Und ich bin so nett, freundlich, sag ein Hallo und so und ja. Also umgänglich, ja. Also nicht mal wüst, nur so nach so einer, sag ich mal, Show, dass da ein Paparazzi kommt und man da auch mal die Fetzen fliegen lässt. Ja, nee, also da achte ich drauf, dass das wenigstens richtig aufgenommen wird, wenn man heimlich fotografieren will. Was sehen wir in Zukunft von dir? Was planst du so? Was wird das nächste schöne Sommer? Im Sommer wird wieder mit dem Herrn Röhler gedreht. Ja. Und dann drehe ich noch im Herbst und dann im Frühjahr. Also Herbst, Wilson. Winter wird heftig. Stressig. Wilson, besten Dank beim Deutschen Filmpreis. Ja, viel Spaß. Und danke, dass du den Gentleman's Club auch mitbesucht hast. Heute bin ich auch mal Gentleman. Ja, aber immer doch. Ne? Ja, danke. Bitte. Ja, und weiter geht's hier im Gentleman's Club. Und jetzt habe ich Herrn Ritter hier neben mir stehen, Privatier. Ich grüße Sie. Ja, ich bin quasi Privatier, aber ich habe 26 Jahre lang für die Bunte gearbeitet und arbeite im Bereich Genuss. Das heißt also, ich bin im Bereich Lifestyle und Wein und Restaurants aktiv und habe da Herrn Michael Ecke auch schon sehr, sehr viele Geschichten gemacht früher. Toll. Erzählen Sie gerne mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ja, also wir haben bei Bunte immer den großen Wine Award gemacht. Ja. Da haben wir die besten Weine gekürt aus Deutschland. Und die besten Restaurants. Wir haben große Galas gemacht, unter anderem auch in der Bayerpost in München. Und Herr Ecker und Future.com haben Sie logistisch unterstützt. Und wie muss ich sagen. Und wir haben damals zum ersten Mal in Deutschland die Hochtische eingeführt, die wir von unten beleuchtet hatten. Ja. Und hatten dann ein Problem gehabt, dass der Wein zu schnell warm geworden ist. Aber dann, der Herr Ecker hat immer ein Problem gefunden, werden die Birnen ausgewechselt und so weiter. Und das war sehr, sehr erfolgreich, weil ich finde, diese Hochtische sind einfach kommunikativer. Das ist heute überall ein bisschen eingeführt, aber damals war das noch ein Novum, absolut. Sie sind Herr Ritter und es ist ein Ritterschlag, beim Gentleman's Club zu sein. Also das sind ja eigentlich die modernen Ritter, die Gentlemen's. Ich muss sagen, ich bin dieses Jahr zum ersten Mal dabei. Ich bin sehr begeistert. Ja. Ein tolles Programm. Ja. Und natürlich heute noch mal im Kanzleramt mit der
Frau Angela Merkel zusammen. Ist also natürlich schon mehr Highlight geht gar nicht, ne? Reichstag, also und natürlich heute also Abend noch. Also Deutschland wurde für 2-3 Minuten nicht regiert, weil die Kanzlerin sich dem Gentleman's Club, sag ich mal, zugewendet hat. Also wenn was passiert wäre, wir hätten dann schon unsere Leute gehabt, die wir nachgeschoben hätten. Ja, ja, ja. Nochmal zum Gentleman's Club. Wie sind Sie denn eigentlich beigetreten? Wie war das für Sie? Also ist ja nicht so einfach. Also es kam über Michael natürlich, den ich lange kenne, und über einen Freund Peter Julius, der ist der Vorstandsvorsitzende der Frankfurter Tafelgesellschaft. Ja, ja. Und da haben wir gesagt, komm, eigentlich, das machen wir, das ist doch toll. Das ist eigentlich unser Thema. Also und insofern Wein, Vibe und Gesang. Also okay, mit dem Gesang haben wir es nicht so, aber ansonsten, die anderen Themen liegen uns schon sehr. Ja, also absolut. Man merkt, es gibt viele gesellschaftliche Initiativen, man vernetzt sich, man kennt sich freundschaftlich und empfiehlt sich wahrscheinlich weiter. Und da ist man auf Sie dann aufmerksam geworden und hat gesagt, den Herrn wollen wir doch bitte. Es ist, ich muss sagen, also es ist ja ein echtes Networking natürlich. Mm-hmm. Jeder macht irgendeinen Job, wo man sagt, ach, da wäre ich nicht drauf gekommen. Aber ich habe gestern wieder Kontakte gehabt über einen Kollegen oder ein Mitglied des Clubs, wo ich sage, also wir können gemeinsam in Berlin vielleicht was mal eine Messe machen, wo ich ihn unterstützen werde. Das ist insofern immer sehr, sehr gut. Wo hat man ein Networking mit 120, 130 Leuten oder 85 Leuten jetzt für die, an diesem Wochenende, wo man sagen kann, mein Gott, das ist ja toll. Das ist ja, normalerweise muss man dafür viel Geld bezahlen. Ne? Herr Ritter, wir sind beim Deutschen Filmpreis. Viele tolle Gäste, viele Schauspieler, die sich jetzt auch bei uns in der Lounge einfinden. Und besten Dank, dass Sie den Gentleman's Club, sag ich mal, mit begleiten und Futurecom. Und dass wir vielleicht in Zukunft auch viele schöne weitere Events erleben werden. Ich bedanke mich für die Einladung. Danke. Ganz herzlichen Dank. Ist das herrlich? Schön, also es ist wunderbar. Was wird er warm? Ich wollte euch teilhaben lassen. Absolut super. Jawohl. Auch noch ein Film. Aber wo ist das Bild? Das ist schon lustig. Aber, ja, liebe Zuschauer, mitten im Geschehen jetzt heute hier beim Deutschen Filmpreis habe ich die Caroline Beil getroffen. Erstmal grüße ich dich ganz herzlich. Hallo. Ich muss mal ein kleines Geheimnis lüften. Caroline und ich sind damals zur Schule gegangen und waren in der Grundschule. Also wir haben eigentlich ein ganz persönliches Verhältnis. Wir kennen uns und deswegen seit 10, 20 Jahren. Genau, und deswegen nenne ich dich jetzt Caroline und frage dich ganz lieb mal, wie hat das hier heute hier begonnen? Bist du als Gast eingeladen? Wirst du heute jemanden nominieren oder wirst du auftreten? Nein, deswegen sitze ich ja auch gerade nicht im Saal. Ich empfange leider keinen Preis und ich werde auch keinen vergeben. Ich habe mich hier jetzt mit sehr lieben Freunden und Bekannten in der Lounge niedergelassen und verfolge das Geschehen hier am Monitor und habe gerade eine sehr schöne Zeit. Klasse. Sag mal, was hört man von dir in nächster Zeit? Was ist bei dir so medial geplant oder kreativ? Ich weiß ja auch, dass du eine ganz wunderbare Sängerin bist. Das stimmt. Ah, und meine Freunde, die sagen auch immer, Mensch, Caro, du musst mehr machen und so. Aber das ist halt, ich habe einen kleinen Sohn, der ist 3,5. Das ist halt nicht so einfach, weil man braucht Zeit. Ich habe gerade gestern ein paar Stunden gesungen, ein Freund von mir hat gespielt. Und also ich bin weiterhin dran und ich denke mal, irgendwann wird man da auch mehr hören, und weil es mir einfach sehr viel Spaß macht und so. Und ansonsten drehe ich halt für verschiedene Serien und moderiere Veranstaltungen. Kannst du konkret mal irgendwas so vom Nähkästchen plaudern, was gerade bei dir so in Produktion ist? Was gerade bei mir in Produktion ist? nächste Woche moderiere ich einen großen Spa Award im Schwarzwald. Dann komme ich wieder, dann bin ich in Hamburg. Ja. Dann drehe ich in Berlin wieder was für Vox. Dann also ist es irgendwie alles so ganz bunt gemischt. Ja, Caroline, besten Dank, auch dass du hier bist. Und wir werden heute noch diesen schönen Abend genießen. Und klasse, bis zum nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Und wir stehen jetzt neben Herrn Heinz Winkler, berühmter Koch und
Gastronomen. Also Sie haben ja auch ein Hotel sogar, das Hotel Residenz, ist richtig, ja? Weißt du gar, ja natürlich, Residenz in Aschau. Ja. Sie sind heute auch eingeladen worden und mit, sag ich mal, Teilnehmer vom Gentleman's Club. Können Sie mal sagen, wie das Thema mit Ihnen oder überhaupt an Sie herangetragen wurde? Ja gut, ich kenne ja den Präsidenten davon, bin bei du mit ihm und so weiter. Und ich meine, wo ich die Einladung bekommen habe, da tut man sich schwer, da abzusagen, in Berlin bei so einem Event dabei zu sein. Deutscher Filmpreis, richtig, ja. Ja, und so weiter. Und das ist schon was Tolles und ich freue mich. Und da sind lauter nette Menschen da, tolle Frauen wie Frau Beil und so weiter. Die, wir kennen uns ja auch flüchtig natürlich, leider nur. Ne? Also das kann sich ja heute noch vertiefen, nicht? Ja, ja. Aber ja, es ist schön. Berlin ist natürlich immer was los und es treffen sich wichtige Menschen, wo man viele Kontakte machen kann. Sie haben ja sicherlich auch schon viele, viele bekannte Menschen bewirtet und kennen auch viele bekannte Menschen. Wen werden Sie denn heute hier antreffen beim Deutschen Filmpreis? Wird es ein Wiedersehen geben mit einigen Freunden? Es wird bestimmt mit ein paar Freunden ein Wiedersehen geben. Wir haben schon telefoniert und so weiter. Aber es gibt natürlich auch immer Überraschungen, nicht? Wo man gar nicht, aber wo die vielleicht nicht denken, dass ich da bin, nicht? Die anderen schon. Und das ist ja auch das Schöne, nicht? Also das Spontane. Richtig, danke. Wir haben heute schon so Spontanitäten gelebt. Wir waren in KDW, haben gute Sashimi gegessen und so weiter. Ja, und ja. Mögen Sie gerne noch was über Ihre aktuellen Aktivitäten erzählen? Was ist so bei Ihnen im Plan und was können die Menschen da draußen interessieren? Über Ihr Hotel oder die Gastronomie? Was würden Sie gerne plaudern mal? Naja, was soll man erzählen? Ich meine, das Wichtigste ist, wenn der Gast zu mir kommt, dass wir uns um ihn kümmern. Wo ist genau der Standort? Chiemsee. Mhm, ja? Okay. Schönen Chiemsee, ja? Wo das Schloss von unserem Ludwig ist und so weiter. Ja. Und da sind wir da und betreuen ihn und führen ihn rum in Oldtimer-Museen und so weiter und so weiter. Der Gast ist für uns das Wichtigste, deswegen ist es ganz selten, dass ich weg bin. Aber heute ist mal ein Ausnahmetag. Herr Winkler, vielen, vielen Dank und viel, viel Spaß heute Abend. Und klasse, dass Sie beim Gentleman's Club mit dabei sind. Wir hatten ja schon bereits viel Spaß. Wir waren ja beim Kanzleramt und haben Frau Merkel zum Beispiel getroffen. Was? War ein tolles Erlebnis. Dankeschön erstmal. Dankeschön. Ja, liebe Zuschauer, und jetzt haben wir hier den Mona Adebisi hier beim Gentleman's Club Futurecom, hier beim Deutschen Filmpreis. Hallo erstmal. Hallöchen. Hallöchen. Du sag mal, Gentleman's Club, wie sind die Leute an dich damals auf dich zugekommen und wie hat sich das Ganze eigentlich entwickelt? Naja, die Geschichte ist relativ alt. 1999 habe ich also den Michel und den Johnny kennengelernt. Wir saßen zusammen in der Jury zur Mr. Germany-Wahl und von da ab haben wir uns eigentlich in regelmäßigen Abständen zu verschiedenen Events halt immer wieder getroffen. Formel 1, DTM, 4GT. Dann gab es den Gentleman's Club 2006, glaube ich, zur Fußball-WM, zum Eröffnungsspiel in München. Dort waren wir geladen, haben wir auch eine ähnliche Sause gefeiert. Natürlich bin ich dann dieses Jahr auch wieder mit dabei, wenn der Michel mich anruft und sagt, Mola, die Gentlemänner treffen sich wieder. Also das ist über Jahre zusammengewachsen, diese Freundschaft kann man wohl auch sagen, ne? Und Geschäftsbeziehungen. Sag mal, heute der Deutsche Filmpreis, du bist ja selber ein Medienstar, man muss es einfach so sagen dürfen, über so eine lange Strecke, da sind wahrscheinlich viele Bekannte, die du heute triffst und auf wen freust du dich am meisten? Ach, ich habe jetzt eben die Heike Makatsch getroffen, wir haben ja unsere Karriere gemeinsam begonnen und haben uns da ganz herzlich in den Arm genommen. Ja. Uns verbindet natürlich diese Zeit und haben uns in verschiedene Richtungen entwickelt, aber trotzdem ist man ja immer noch der kleine 19-jährige Junge und die kleine, ich glaube, sie war damals 16 oder 17 oder 18-jähriges Mädel und und das war einfach toll, sie zu sehen und ich glaube, auf die habe ich mich am meisten gefreut. Wir sind ja heute beim Deutschen Filmpreis, man kennt dich ja sehr nun bekannt als Moderator. Gab es denn auch Filmrollen in deiner Vergangenheit, über die du mal gerne sprechen möchtest oder Filmrollen, die du gerne auch in Zukunft vielleicht übernehmen würdest? Naja gut, ich bin nicht so der Schauspieler. Ich habe in der Vergangenheit verschiedene Sachen gemacht. Ich habe beispielsweise mit Anna Loos gespielt in einem Film. Ich habe mit Mirko Nonchev in einem Film gespielt. Ich habe einige interessante Filme gemacht. Ausflüge schon in der Film? Ja, kleinere Sachen, die man so macht, wenn man so ein bisschen kleinen Promi-Bonus hat. Für mich war jetzt interessant, im letzten Jahr habe ich
bei den Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg gespielt, da habe ich eine Hauptrolle gespielt, da war ich dann Master Bob. Das war sehr interessant und war das erste, sage ich mal, was schauspielerisch auch sehr, sehr anspruchsvoll gewesen ist. Mit Muriel Baumeister habe ich gespielt. Ist sie heute auch anwesend, weißt du das? Garantiert. Also so eine großartige Schauspielerin wird garantiert hier sein, es sei denn, sie ist verhindert. Ja, also ich habe schon das eine oder andere gespielt in verschiedenen Filmen. Kinofilme auch, Fernsehfilme, genauso wie Serien. Also von daher bunt gemischt. Und auch sogar ein bisschen Theater. Ne? Also ich bin so ein Minischauspieler. Mola, wo geht die Reise hin? In welchen medialen Formaten wird man dich in Zukunft sehen? Oder bist du mehr im Eventbereich? Ich habe auch gehört, im Gastronomiebereich. Wo geht die Reise hin? Naja, ich bin da so ein Tausendsasser, kann man ja sagen. Und sicherlich, klar, auf der einen Seite gibt es Gastronomie-Consulting. Wir arbeiten jetzt an einem Format, wo Micha Filet von Niedrig & Kuhn, Sat.1 und ich zusammen ein Strandbad eröffnen werden. Und wo das ist, wie das ist, das wird noch nicht verraten. Aber so eine Geschichte, die ist sehr lustig. Wir klauen den Sand in Holland, werden dann verhaftet und so. Also da ist schon einiges in der Mache. Wir haben auch zusammen eine Produktionsfirma, der Micha und ich, und produzieren da diverse Formate. Von daher wird es da schon einiges geben. Aber grundsätzlich bleibe ich, was die Moderation anbelangt, entweder ganz, ganz fern oder mache Autoformate. Das macht mir noch Spaß. Ich würde heutzutage noch mal eine Chartshow machen, dafür stehe ich so für die Top 100. Ja, ja. Das fand ich eine interessante Sache, das werden wir auch pilotieren, weil ich es einfach gut finde. Und ein Boxformat. Deutschland sucht den Boxstar in der Art. Der bist du ja schon. Ich glaube, du hast bisher noch keinen Kampf beim Promi-Boxen verloren, ja? Nein, ich habe keinen Kampf. Ich bin zweifacher Promi-Box-Champion sozusagen. Daniel Animati müsste eigentlich herausgefordert werden. Ist natürlich auch ein guter Freund von mir. Ja. Und deswegen hat er zurückgezogen, gegen mich zu kämpfen. Aber das kann ich verstehen. Dass mit den Klitschko-Brüdern unter sich, Family und Freunde. Das wollte ich. Und die Klitschkos, wenn ich das Geld bekomme, boxe ich auch gegen die. So viel Geld habe ich in einer Minute noch nie verloren. Vielleicht noch nie gewonnen. Unter die Beine schnell durchschlüpfen. Unter die Beine durchschlüpfen, immer laufen. Man muss nur wendig sein. Ich glaube, wendig. Man muss lange laufen. Die mit ihren Reichweiten immer so über die Beine. Ich brauche gar keine Handschuhe. Ich brauche nur einen Helm. Mola, ich danke dir vielmals, dass du dieses Interview mit uns gemacht hast. Und danke auch, dass du dem Gentleman's Club so treu bist und Futurecom so treu bist. Und dass das hier alles so eine Familie, sag ich mal, Anmutung hat, ja? Dankeschön. Danke. Ja, und jetzt stehen wir neben Thomas Heinze, dem bekannten Schauspieler, unter anderem Der Wichser, klingt ein bisschen, ne? Ja. Und ein paar andere Themen nochmal filmtechnisch in den letzten Jahren. Die Quellen des Lebens jetzt, der hier heute Abend auch nominiert war, oder dann ganz, ganz weit zurück, allein unter Frauen etc. Ja, sag mal, du bist ein unglaublicher Sympathieträger. Wir freuen uns auf wirklich, dich hier beim Deutschen Filmpreis begrüßen zu dürfen. Danke, danke. Da wir ja immer hin und her switchen zwischen Backstage und Bühne, nochmal die wirklich konkrete Frage, für welchen Film wurdest du heute nominiert und in welcher Kategorie? Also ich persönlich wurde nicht nominiert, aber Die Quellen des Lebens wurde nominiert. Ja. Den hat Oskar Röhler geschrieben und auch inszeniert. Und er war in der Kategorie Bester Film nominiert. Und dann war er noch in der Kategorie Maske und beste Nebendarstellerin Margareta Boch. Sag mal, unter deinen Kollegen gesprochen, für wen hat da so ein bisschen dein Herz geschlagen heute? Da waren ja viele Kategorien dann, ne? Naja, also es sind ganz viele tolle Leute gewesen und die haben natürlich alle auch den Preis verdient. Aber ist klar, also mein Herz hat natürlich schon sehr für Margareta Bruch geschlagen, weil die ja nicht nur die beste Nebendarstellerin war, sondern zufälligerweise im Film auch meine Frau. Ja. Und ich da also sozusagen aus nächster Nähe feststellen konnte, wie großartig sie ist. Gibt es auch Ausflüge, sag ich mal, in dem Bereich Regisseur? Also bist du nur Charakterdarsteller in Anführungsstrichen? Oder gibt es auch andere Bereiche kreativer Natur oder Themen, über die du gerne mal sprechen möchtest? Naja, Regie habe ich noch nicht geführt, könnte ich mir allerdings vorstellen, also für die Zukunft eventuell. Ja. Aber ich entwickle schon seit Jahren Stoffe. Ja. Was sieht man in Zukunft von dir? Was wird man da erleben und medial genießen dürfen? Jetzt habe ich erstmal einen Film abgedreht, der heißt Lügen, unter der Regie von Vanessa Jopp. Das ist ein Film, der zum größten Teil improvisiert war. Was heißt zum größten Teil? Eigentlich war alles improvisiert. Ja. Aber wir Schauspieler wussten nur, wer unsere Charaktere sind. Ja. Wir wussten nicht, wo die hingeführt werden, was uns passieren würde. Das war ehrlich gesagt ein sehr spannendes Projekt mit Merit Becker, mit Florian David Fitz, mit Janet Hein, mit Elisabeth Trissner, mit wirklich auch ganz
großartigen Schauspielern. Und auf den bin ich sehr gespannt. Du hast einen ganz persönlichen Charme und da ist immer latent immer was Humorvolles drin. Also das ist einfach der Typ. Und diese Art von Humor und dein Charakter, werden da die Rollen auf dich zugeschnitten? Dass man sagt, dass die Charaktere sowieso in dir immer lebt und diesen bestimmten Humor einbringt? Oder musst du teilweise wirklich dann wirklich den völlig anderen Charakter spielen? Spielst du auch ernste Rollen? Ja. Aber letztendlich, wenn man dich einmal mit diesen lustigen Rollen in Verbindung gebracht hat, dann findest, ist es immer schwer, sich davon zu distanzieren. Man denkt immer, jetzt komm doch mal mit dem... eigentlich, womit du eigentlich bekannt geworden bist, mit diesem Charme. Ja, natürlich machen auch die anderen Rollen großen Spaß. Als ich im Tatort hier zum Beispiel den Ministerpräsidenten da gespielt habe von Schleswig-Holstein oder so, das ist jetzt keine Rolle, da kann jetzt nicht so wahnsinnig viel Humor einfließen. Ist eher eine tragische Figur und auch eine tragische Geschichte. Die machen natürlich auch großen Spaß und sind auch eine große Herausforderung. Aber wenn es sich anbietet, dann versuche ich das natürlich mit einfließen zu lassen. Thomas, ohne dass es als Klischeefrage irgendwie vielleicht abgestempelt wird, aber gibt es Rollen, wo du sagst, da spielst du wirklich nur dich oder wo der Regisseur auch sagt, Mensch, spiel deinen Charakter und bau dich da einfach ein? Nee, aber es ist natürlich wirklich so, dass in jede Rolle fließt ein großer Teil von einem selber ein. Genau. In manche mehr, in manche weniger. Also, aber dass ich jetzt nur mich selber gespielt hätte, kam nicht vor und damit hätte ich auch große Probleme. Aber dass du vielleicht wie ein anderer bekannter Schauspieler vielleicht in Zukunft selber so Drehbücher schreibst oder produzierst, wo du dich eigentlich spielen kannst und so eigentlich auch darstellen kannst, wie du dich selber gerne inszenieren würdest. Wäre das mal so eine Zukunftsmusik? Nee, ehrlich gesagt, also finde ich mich jetzt privat nicht so spannend, dass ich mich jetzt unbedingt im Film selbst verwirklichen wollen würde. Aber wie gesagt, also wenn eine Rolle mir näher liegt irgendwie so, dann kann ich auch mehr von mir einbringen. Damit habe ich keine Probleme, aber ich brauche schon den Abstand zur Rolle. Abschließend nur einfach das kleine Kompliment. Für uns bist du eine Lichtgestalt und wir sind der Kultursender Artist TV und es ist uns über Jahre immer sehr, sehr schön aufgefallen. Dankeschön. Tausend Dank. Viel Spaß noch. Alles Gute für euch. Alles gut. So, neben uns steht jetzt hier Götz Otto, der damals in dem James-Bond-Film mitgespielt hatte, Tomorrow Never Dies, mit Pierce Brosnan. Sie waren der Antagonist und heute sind Sie hier. In welcher Kategorie? Waren Sie heute stellvertretend Pate oder waren Sie nominiert? Erzählen Sie doch mal. Ich bin lediglich Akademie-Mitglied und es gab zwar ein paar Filme, in denen ich mitgespielt habe. Ja. Hier Cloud Atlas zum Beispiel war ich dabei, aber ich war nicht nominiert und bin einfach nur ein ganz normaler Zuschauer hier. Sie sind als Charakter, haben sich ja unglaublich verändert und es interessiert uns natürlich, was für Rollen spielen Sie jetzt oder für was für Rollen entscheiden Sie sich und sind es mehr internationale Produktionen oder eben halt nationale Produktionen? Also das hat was mit Bond zu tun. In erster Linie habe ich die große Möglichkeit und das Glück, international drehen zu dürfen. Ja. Das nächste Film, den ich, der in Deutschland rauskommt, der heißt L'Artiste de la Modelle. Ist ein spanischer Regisseur, aber wir haben es auf Französisch gedreht mit Claudia Cardinale, Jean Chouin. Der kommt auf dem Filmfest in München raus. Und und da muss man mal gucken, wie es jetzt so weit geht. Sie haben und die Frage ist nochmal, wird es mehr in Richtung Action gehen, weil Sie sind ja nun mal ein wirklicher Berg von Mann. Ja, das kommt ganz drauf an, was so als nächstes ansteht. Also ich sage jetzt nicht, da muss Action dabei sein, wenn was dabei ist, ist wunderbar, wenn nicht, ist auch gut. Ja. Ich danke Ihnen vielmals und viel Spaß noch hier beim Deutschen Filmpreis. Ja. Bitte, tschüss. Liebe Zuschauer, wir sind mitten im Geschehen hier nach dem Deutschen Filmpreis Aftershow Party und jetzt haben wir den Gedeon Burkhardt neben uns. Hallo erstmal. Hallo. Von Kommissar Rex kennt man ihn ja unter anderem und von anderen Sendungen wie zum Beispiel Doppelpunkt. Oh, ich weiß nicht, da gab es einige in dem langen Schauspielerleben. Die Leute werden schon wissen, sie mich erkennen. Gerade auch mit einem Beitrag in den Medien, aber ich kann mich nicht erinnern genau, was es war. Hilf uns doch da mal weiter. Wo geht die Reise hin überhaupt gerade im Moment? Ach, weiß ich, ich drehe hier und da. Wir hatten gerade Premiere mit Ohne Gnade. Es kommt am 2. in die Kinos und sonst bewege ich mich so durch die Fernsehlandschaft und drehe vor mich hin. Was macht denn dein Schäferhund mittlerweile? Das weiß ich nicht, das ist eben schon so lange her. Der Original Rex, der BJ, der kann nicht mehr leben. Das ist einfach nicht möglich. Der zweite, der Red Butler, der wird jetzt auch schon sehr auf dem alten Teil sitzen. Aber es war ja Kult. Ne? Da, auf jeden Fall, es läuft ja heute noch. Ja, klar. Ja.
Gut, in Zukunft nochmal irgendwas Schönes, was man jetzt bald nochmal aktuell von dir sehen wird, ja? Naja, das ist ja immer sowas Aktuelles, ist für mich dann immer schon alt. Wir starten jetzt gerade, wir machen einen Genrefilm, wir machen einen Horror-Splatter-Thriller, den wir selbst auf die Beine gestellt haben, ja. Und sonst drehe ich eben so vor mich hin, was kommt. Für wen hat denn heute so dein Herz geschlagen? Wer unter den Kollegen war für dich so dein heimlicher Favorit? Was hast du dazu zu sagen? Naja, unsere großen Gewinner, also Oh Boy war einfach ganz klar, es war wirklich eines der herrlichsten Kinoerlebnisse dieses Jahr. Für den Sabine hat es mir sehr leid getan, weil Ludwig, da war ich ja auch dabei, aber er war nominiert, er war unter den letzten drei, das muss leider als Ehre reichen für ihn. War eine ganz tolle Performance, deswegen den will ich noch finden und einmal drücken. Und sonst war das alles so, wie ich mir das auch vorgestellt habe beim Wählen. Ich danke dir, Gideon, feier schön und vielen Dank für das Interview. Danke, gleichfalls. Ich bin hier ist die Kamera. Hallo Maya, ich grüße Sie recht herzlich hier nach dem Deutschen Filmpreis hier auf der Aftershow-Party. Was ist bei Ihnen im Moment gerade der Charakter, der Sie heute überrascht hat? Wer hat heute bei den Nominierungen Ihr Herz, sag ich mal, berührt? Ja, alle haben mich berührt und ja. Ich freue mich, dass es genauso ausgegangen ist, wie ich gewählt habe. Und den Kollegen zum Beispiel, ja? Ja, Tom Schilling berührt mich immer. Ja. Tom Schilling hat mich berührt, so. Die Schorn am Anfang haben mich auch berührt, so. Bekannt, schenk mir dein Herz, bekannt daraus sind Sie ja. Wo geht die Reise bei Ihnen jetzt hin? Neue Filmproduktionen, neue Themen? Nee, ich mache Salzburger Festspiele, Theater. Ja. Ach, ich möchte ja mal was lernen. Ganz klassisch, wieder, ne? Wunderbar, ne? Ja. So, Salzburger Festspiele, da geht die Reise hin. Ja, ich freue mich. Dankeschön für den kurzen O-Ton. Ja, gerne. Ja? Viel Spaß weiter heute. Schönen Abend noch. Tschüss. Ja, tschüss. Also, die Tochter ist die Christina. Christina. Christina Stroh. Einen wunderbaren Gruß an die Tochter Christina von mir, ja? Mensch, das haben wir gerade ganz toll. Jetzt hier an meiner Seite Michael Gwistek. Ja. Sie sind ja, Sie haben ja gewonnen. Ja. Beste Nebenrolle. Ja. Wunderbar. Wie fühlen Sie sich im Moment jetzt gerade? Der Eindruck danach? Sauglücklich, weil ich vor allen Dingen, weil ich eine schöne Dankesrede für meinen Sohn halten konnte, der gegen mich nominiert war. Oh. Und wir mussten also heute das Ding austragen und ich habe den Altersbonus gekriegt und dadurch bin ich... Wie dramatisch eigentlich auch, ja, nicht? Ja, geil, dramatisch. Drama. Aber haben Sie das gespürt? Irgendwie spürt man sowas, wenn man gewinnt? Behält man sich schon mal so eine Dankesrede vor? Ich nicht. Alle anderen, ja. Ich kann das nicht. Ich muss da spontan reagieren. Ja. Und was mir einfällt, fällt mir ein und das sage ich da oben. Und dann ist gut. Für wen hat Ihr Herz denn heute noch geschlagen? Na, für meinen Sohn, nur für meinen Sohn. Das ist eine ehrliche Antwort. Also... Wirklich Gratulation. Ich darf Danke. Darf ich es einmal in die Hand nehmen? Auch mal dieses, oh hier, es ist ja unglaublich schwer, Mensch. Golden und schwer. Ich danke. Also als bester Moderator habe ich heute diese Trophäe bekommen. Sehen Sie mal, von Ihnen überreicht. So. Noch mit einer Laudatio gleich. Und jetzt stelle ich euch noch meine Frau vor, verstehst du? Für die hat auch mein Herz geschlagen. Die konnte ich leider nicht erwähnen heute, weil alles meinem Sohn galt, weil wegen der Situation. Das haben wir hier nachgeholt. Beim nächsten Mal machen wir das mit meiner Frau. So ist es richtig. Dankeschön, super. Frau Thalbach, erstmal Dankeschön, dass Sie sich mit uns unterhalten hier erstmal. Haben Sie heute mit moderiert oder eine Laudatio gehalten? Wir waren nämlich immer Backstage und immer vorne. Da haben Sie großes Pech gehabt. Ich habe die Laudatio für die Regie gehalten. Ach, wunderbar. Ich durfte den Regiepreis überreichen und das hat mir großen Spaß gemacht. Für wen hat heute Ihr Herz geschlagen unter den Kollegen? Ich habe immer gewechselt zwischen Oh Boy und Hannah Arendt. Ja. Aber da ich natürlich... Tom Schilling so liebe und er auch schon meinen Sohn gespielt hat, habe ich gedacht, also mein Sohn muss gewinnen. Sie haben ja eine preußische Ader bewiesen in Ihrem Film. Wie viel preußisches Blut fließt denn eigentlich in Ihnen? Von den Tugenden her? So. Na, halb und halb. Mein Vater kommt aus der französischen Schweiz, aber ich habe, glaube ich, es schlägt schon die Kartoffel in mir. Ja. Was darf man in nächster Zeit von Ihnen erwarten? Was gibt es denn in nächster Zeit von Ihnen zu hören und zu sehen? Es wird nächste Woche haben Hanni und Nanni 3. Ah, wunderbar. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen heute noch einen wunderschönen Abend. Dankeschön. Wir stehen jetzt neben Herrn Dominik Horwitz. Ich grüße Sie recht herzlich. Wir waren jetzt so viel im Backstage-Bereich und haben nicht mitbekommen, ob Sie jetzt eine Laudatio gehalten haben oder selber heute nominiert worden. Klären Sie uns doch mal auf. Weder noch. Aber bekannt aus so vielen Filmen, Sie sind ja ein wirklicher Charakter. Und da ist die Frage, für wen hat heute Ihr Herz geschlagen?
Mein Herz hat für viele gestanden, die auch den Preis gewonnen haben, auch für einige, die den Preis nicht gewonnen haben. Ja. Ich hätte gern ein paar Namen. Nein, das ist unanständig. Okay, das finde ich solidarisch. Wo sieht man Sie in nächster Zeit? Mit welchen Rollen gibt es einen bestimmten? Ich finde viel interessanter an diesem Abend ist, dass dieser Abend eigentlich Demut wieder zum Thema macht. Ja. Weil das Mikrofon war immer zu tief. Und das führt dazu, dass die Preisträger oder die Laudatoren die immer so bücken müssen, um zu reden, weil das Mikro grundsätzlich zu tief ist. Und das ist das, was unserem Beruf fehlt. Sehen Sie, jetzt stehe ich neben Ihnen und passe das individuell an. Ich darf das so machen. Nehmen Sie das Mikro selber nicht an. So wie das dort war auf der Bühne, so haben die Laudatoren und die Preisträger gesprochen. Und ich finde, Demut ist Gott sei Dank wieder ein Thema geworden. Ne? Und ich finde es klasse, dass ich Ihnen keine Fragen stellen muss, dass Sie sich selbst die Fragen stellen und ich Sie eigentlich nur hätte fragen müssen, was würden Sie sich jetzt selber gerne fragen? Und jetzt nochmal die letzte Frage. Was würden Sie sich denn jetzt fragen? Womit wäre ich denn jetzt nicht reingefallen? Nein, ich war ganz zufrieden. Ich fand es ein großartiges Interview. Ich war sehr einfühlsam. Ich bin sehr glücklich damit. Oh, danke. Herr Horwitz, ich auch, mit Ihnen zusammen hier zu stehen. Dankeschön. Danke. Sie sind für mich wirklich ein Vorbild. Danke. Ciao. Tschüss. Also, Sie wäre erstaunt gewesen. Er macht das da richtig. Ein Foto. Alle. Ja. Frau Schwarz, ganz kurz ein O-Ton bei Artist TV. Ich grüße Sie. Ja, wir sind der Kultursender, Primo-Kultursender in Norddeutschland. Ja, bitte. Frau Schwarz, Sie waren so viel im Backstage-Bereich. Wurden Sie heute nominiert? Haben Sie Ihnen den Laudatio gehalten? Mal ganz kurz dazu die Frage. Bitte, wo war ich im Backstage? Ich war nicht im Backstage-Bereich. Nein, wir waren im Backstage-Bereich, haben deswegen nicht mitbekommen, ob Sie heute eine Laudatio gehalten haben oder selber. Nein, nichts. Es war ganz toll. Ich durfte einfach nur mal Gast sein. Ich muss ja letztes Jahr moderieren und ich bin ganz froh, dass ich dieses Jahr einfach nichts machen konnte, sondern einfach nur sitzen und freuen und meinen Freunden Daumen drücken und genau, die haben gewonnen. Künstler hat heute Ihr Herz geschlagen? Natürlich Herr Schilling, Jan-Ole Gerste, oh boy, wunderbare, schöne alte Clique, da freut man sich, wenn die gewinnen. Letzte Frage, wo sieht man Sie demnächst medial, filmmäßig? Ich drehe jetzt Der Koch von Martin Sutter und bin aber bald mit Adieu Paris. Ja. Achso, da ist ja eine Kamera dabei. Macht er nichts. Adieu Paris ab Juni in den Kinos. Ja, Frau Schwarz, Dankeschön. Französischer Arthouse-Film. Französisch, danke. So, und hier eine Freundin aus alten Tagen, die Annabel Mandeng. Ich grüße dich. Hallo. Sag mal, wir waren jetzt sehr viel im Backstage-Bereich, also wir haben nicht mitbekommen. Hast du heute jemanden nominiert oder hast du eine Laudatio gehalten vielleicht? Nein, ich habe mich heute total im Hintergrund gehalten. Tatsächlich habe ich mich einfach nur schön angezogen und mal ein bisschen Bein gezeigt. Wunderschön Kleid. Von welchem Designer denn übrigens mal? Von Guido Maria Kretschmer. Der schattet mich meistens aus und der ist einfach toll. Super. Annabel, für wen hat heute dein Herz geschlagen? Gab es einen Schauspieler, einen Kollegen, worüber du dich gefreut hast? Es gab einen Film, über den ich mich gefreut, das ist Oh Boy. Also die Auszeichnungen, die an den Film gingen, die waren zu Recht. Und es war auch schon gestern so, bei dem Bunte New Faces Award hat ja Oh Boy auch abgeräumt. Ja. Und ich freue mich, dass es so weitergeht und dass es so eine große Honorierung gibt gegenüber dieser tollen Kunst. Wo geht denn deine Reise hin im Schauspielfach und wo sieht man dich in Zukunft auch als Moderatorin? Was gibt es denn da Neues? Ach, bei mir ist es eigentlich so, dass ich ständig umtriebig bin. Ich habe jetzt, auf der einen Seite bin ich im Gespräch für ein Modemagazin, auf der anderen Seite für ein Fitnessmagazin, also weil ich beides irgendwie verkörpere. Das weiß und, Und schauspieltechnisch ist das so, dass ich im Moment eigentlich da fast weniger investiere als in der Moderation. Ja. Vor allen Dingen auch, weil ich ein Handtaschenlabel habe, Wanawake. Also, erzähl ruhig. Und was auch in einigen Boutiquen schon vertreten ist, unter anderem im KDW in Berlin, im Alsterhaus in Hamburg. Und ich mache eben das Design. Ich habe das gegründet, ich habe ein Patent auf eine bestimmte Tasche auch bekommen. Und insofern fließt da extrem viel Energie rein. Gut, da gehst du ja in alle Richtungen. Also Lifestyle, Fashion, Moderation, ganz medial. Genau. Ein Gesamtkunstwerk, eine Marke. Ne? Ich arbeite dran. Aber ich freue mich so sehr, dich zu sehen. Wir kennen es auch aus früheren Zeiten. Ja. Aber das wird jetzt nicht gelüftet, aber wunderbar. Ich freue mich, dich wunderschön heute in diesem Kleid zu sehen. Dankeschön. Wünsche dir viel, viel Spaß mit deinen Kollegen und erlebe noch einen herrlichen Abend. Vielen Dank. Die Freunde sind wieder unter sich und wieder mal ein bekanntes Gesicht, der Stefan Ecker, der mich bei jedem Premium-Event sieht. Oder ich sehe ihn ja auch bei jedem Premium-Event. Können wir uns denn noch leiden eigentlich? Ja, klar. Sage mal, was sagt denn die Mode heute hier beim Deutschen Filmpreis? Ist das eher für dich ansprechend oder ist da ein bisschen Nachholbedarf, würdest du sagen, also da müsste man noch mal ein bisschen den einen oder anderen beraten? Oder ist er heute nicht gut beraten? Ja, ich habe heute noch gar nicht so viel gesehen, ne? Ach so, das war die Antwort. Ja.
Stefan, bist du filmaffin, bist du Cineast? Ja. Gibt es heute jemanden, der dich besonders berührt hat oder über den du dich gefreut hast? Was ist denn deine Eindrücke heute? Ja, es sind wahnsinnig viele tolle, aufregende deutsche Schauspieler hier. Also das ist schon wirklich beeindruckend, die mal auch so in dieser Dichte hier zu erleben. Wir gehen sehr oft ins Kino, mögen deutschen Film, lieben aber auch französische Filme. Ja. Ja. Danke Stefan für diesen kurzen Eindruck. Das ist Stefan Eckert, der bekannte Designer, der heute hier beim Deutschen Filmpreis ist. Und es ist immer wieder schön, dich zu sehen. Er ist einfach Premium, Premium, Premium. Und das wird natürlich auch mit einem Champagner, jetzt ein Glas Champagner, heute besiegelt. Dann lasst es euch schmecken. Ja, schönen Abend noch. Oh. Liebe Zuschauer, wir sind jetzt hier auf der Aftershow-Party vom Deutschen Filmpreis. Wir haben bereits viele Stars interviewt und es ist immer wieder schön und überraschend, den einen oder anderen zu entdecken. Man erkennt sie ja auch nicht gleich und viele haben natürlich auch nicht immer Interesse, sage ich mal, ein Interview abzugeben, aber wenn man sie dann doch direkt fragt nach ihren Lieblingsdarstellern oder Kollegen, dann sind sie dann doch immer vom Herzen erwärmt und wir werden jetzt mal weiterschauen, wie wir noch weiter antreffen. Dankeschön. Frau Wiener, ich grüße Sie, gerade Herrn Lohmeier noch interviewt und jetzt Sie, wunderschön Sie zu sehen. Für wen hat heute Ihr Herz geschlagen? Ich mochte besonders gern den Auftritt von Jürgen Vogel, muss ich sagen. Ja. Erst recht, weil ich früher mit ihm zusammen in der Küche gearbeitet habe und Salat gebaschen habe. Ja. Ich fand Bulli Herwigs Auftritt sehr gut und mir gefiel auch das Ballett ganz gut, muss ich sagen. Und jetzt Ihr Eindruck, ausgelassen, sind Sie motiviert, was ist bei Ihnen jetzt so, was schlägt bei Ihnen jetzt im Moment an? Also am aller, ich habe mich gefreut, also ich fand, für mich persönlich war die stärkste Kategorie der Dokumentarfilm. Alle drei Filme, Die Wohnung, More Than Honey und Vergiss mal nicht, finde ich großartig und ich freue mich sehr, dass die Jury, die Akademie, diese drei Filme nominiert hat. Und dass dann More Than Honey gewonnen hat, auch weil ich eine ernährungspolitische Köchin bin, aber ich fand alle drei wahnsinnig gut. Und das ist etwas, was mich sehr gefreut habe, weil ich die persönlich auch sehr gut finde. Wo wird man Sie demnächst erleben? Wo ist demnächst Ihr Auftritt, Ihr weiteres Engagement? Wir wissen es ja, aber wo wird man Sie dann sehen? Montag Vormittag auf Arte. Was steht an? Und wenn man, da gibt es ja nur drei Zuschauer, aber wenn man das nicht schauen möchte, die kulinarischen Abenteuer, gehe ich jetzt nach Österreich drehen, noch eine Folge für meine neue Serie Sarahs erste Wahl. Und über Grundnahrungsmittel. Ich bin ja Köchin viele denken, ich gehöre hier sozusagen qua Peter Lohmeier dazu, aber was wenige wissen ist, dass ich 20 Jahre Filmcaterin gemacht habe und sehr, sehr viele Leute hier, Regisseure, Kameramänner, Schauspielerinnen und Schauspieler bekocht habe und deswegen ist es selbst für mich so wie ein kleines Familientreffen. Frau Wiener, danke schön, war ein sehr schönes Ende. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß, viel Erfolg und genießen Sie den Abend. Vielen Dank. Hallo Frau Riemann, ich bin Sina von Artist TV. Ich habe Sie ganz, ganz doll lieb. Artist TV, würden Sie mir eine liebe Frage beantworten? Und ehrlich zwar gesagt, bin ich gerade in einem Gespräch. Ja, ich weiß, aber was möchte Sie einfach gerne mal erleben. Und ich denke, mit empathischen Fähigkeiten kann man auch mal die richtigen Fragen stellen. Ja, Sie gucken ganz unglaubwürdig, das ist Artist TV, das Kulturmagazin. Wie sind Ihre Eindrücke heute vom Abend? Für wen hat Ihr Herz geschlagen? Ich würde gerade im Moment nicht so gerne ein Interview geben, weil ich gerade mit... Wir haben uns so lange nicht gesehen. Okay. Können wir das nachher machen? Naja, schade. Ich gucke Ihnen so verliebt in die Augen. Ja, das sehe ich, wie Sie das tun. Sie haben auch sehr schöne braune Augen. Sie haben auch sehr schönen Antlitz. Dankeschön. Aber das ist wirklich eine schöne Stimmung von Ihnen. Danke. Das hat dann auch noch ein bisschen Charme, wenn man das Ganze dann auch mal ein bisschen unterlegen kann. Weil es doch kein Foto, der dreht und Film. Ja, aber und jetzt mit Leonard Lansing hier, ich grüße Sie, man kennt Sie aus Winziger, ich grüße Sie. Wilsberg. Winsberg. Und die Frage heute für Sie, was hat Sie heute berührt, was war für Sie der schönste Moment bei dieser ganzen Veranstaltung? Am lustigsten fand ich die Rede von Michael Gwistek, das fand ich prima. Ja. Ne? Und dass es irgendwann zu Ende war, fand ich auch prima, weil dann konnte ich rauchen gehen und ein Bierchen trinken.
Okay. Wo sieht man Sie demnächst? Was wird man von Ihnen hören? Ich spiele halt immer noch beim ZDF Wilsberg und dann spiele ich im Winter Theater. Und das reicht. Mehr kann ich gar nicht machen, weil ich nicht mehr Zeit habe. Und jetzt lassen Sie den Abend schön ausklingen mit den Kollegen. Ja, genau. So, schön, ja? Ja, so soll es. Ja. Dann genießen Sie es schön. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, danke. Mein Fahrer. Nochmal, bevor wir losfahren, noch ein paar wichtige Sachen, die ich euch sagen möchte. Also, rote Ampel heißt natürlich im Trabi auch anhalten, ja, versteht sich. Und da wir hintereinander fahren, kann es sein, dass der eine oder andere auch mal bei Rot stehen bleiben muss. Wir fahren dir immer hinterher. Genau, und wir warten dann natürlich um die Ecke auf euch, also bitte nicht über Rot fahren. Ne? Okay. Dann den Blinker muss man auch selber zurückbringen, der ist nicht automatisch. Und die Handbremse muss natürlich auch während der Fahrt gelöst werden. Ja? Trabi kann halt nämlich auch mit seinen 26 PS auch mit angezogener Handbremse fahren. Aber das riecht dann sehr schnell, sehr schlecht. Ja? Das riecht auch ohne. Wer ist denn? Ich fahre doch alleine. Liebe Leute, die Mission Trabi-Tour beginnt. Trabi-Shuttle, vom Jaguar-Shuttle jetzt bitte zum Trabi-Shuttle. Also, nicht vergessen natürlich vor der Abfahrt die Handbremse zu lösen. Ja, genau, wir kriegen hier Verhaltenskodex. Unser letztes Auto im Konvoi sein, nicht genau, im Konvoi. Also Leopard dann einordnen hier. Und ab geht's mit unserer Trabi-Tour. Von Jaguar auf Trabi, das ist also so wie von... Sagt ihr es mir, von Kaviar auf McDonalds. Sie sehen, liebe Zuschauer, jetzt fährt die Trabi-Kolonne los mit dem Gentleman's Club. Wir werden von einem Investmentbanker heute chauffiert. Genau. Ihr Name bitte ganz kurz. Thomas. Thomas. And the Englishman, the British guy. Gary. Gary. With no coat. So, we have fun now with our Trabi tour. It's very smoky. And we have no heating in here. Und das Schöne ist, der Rauch, der zieht sich auch mittlerweile hier in die Autos rein. Also sehr bekömmlich, kann man nur sagen. Wir haben uns auch heute das beste Sommerwetter ausgesucht. It's raining man, hallelujah, I would say. Und Sie sehen ja auch die formschönen Modelle. Da ganz hinten ist schon das Modell vom Otto Versand. Schön in bunten Farben gehalten. Und direkt vor uns so ein, glaube ich, so Leopard-Modell. Naja, mit dem Ausland haben wir es ja schon mal geschafft. Es gibt natürlich auch einen Military-Style hier. Also wir haben für alles gesorgt. Für die etwas militante Zunft. Die sind cool. And then you have... There's some kind of renaissance of this. So, und Sie sehen, wir sind hier bestens ausgestattet.
Hier zum Beispiel mit einer Ost-Cola hier in Berlin. Moment mal. Scharf eingestellt. Oh mein Gott. Das ist jetzt alles ein bisschen trashy hier. Moment. Mr. Vidyama, what's your name? Oh, Sina, sorry. So, this is the East Coke Club Cola. Das könnte ja eine sehr kultige Marke auch in Zukunft bleiben weiterhin. Ja, also Sie sehen hier, wir sind hier im Konvoi mit den ganzen Trabis und wir sind hier mit östlichem Komfort ausgestattet. Wir haben nicht mal einen Flaschenöffner, aber das ist beim Trabi auch nicht so wichtig, weil hier könnte man ja direkt an den Armaturen die Flasche öffnen. Also wir werden hier sehr viel improvisieren. Und das ist auch noch die Wand hier, die alte Mauer. Also es ist wirklich hier alles retro. Und weiter geht's in der Trabi-Kolonne. Also wir könnten fast so eine Hochzeitskolonne sein. Ein bisschen in Hupen. Aber ich glaube, Herr Investmentbanker, Sie sind schon in guten Händen. Danke. Absolutely. Ein wahrer Gentleman. Man fährt nichts weiter als Trabi. Also der Trabi-Sponsor, der uns hier heute, wie gesagt, versorgt, wird wahrscheinlich viele neue Käufer und Interessenten hier bekommen und generieren. Wir folgen weiter dem Leopard-Modell und vielleicht machen wir nachher auch so eine kleine Racing-Tour und überholen den. Trabisafari.de, genau. Ja, wie Sie hier auch sehen, also wir müssen uns mit unseren sozialistisch angehauchten Fahrzeugen hier ein bisschen gegenüber den kapitalistischen Modellen der Marke, wie Sie hier vorne sehen, ist ja sehr bekannt, durchsetzen. Aber jetzt haben wir wieder unsere Kolonne gefunden und sind hier im Zug zusammen. Ja, ganz vorne, wie gesagt, der Military Trabi, gefolgt von dem bunten Fashion Trabi. Das dritte Modell kann ich nicht sehen, aber wir haben unseren Safari vor uns, Trabi Safari. Ja, der roch so ein bisschen komisch, deswegen sind wir jetzt in unserem Trabi in Rot gehalten, Modell Rouge. How do you change gear? Ja. Sorry. Sie sehen die aufwendigen Armaturen dieses Trabis, also unglaublich viel Technik. Also man hat da so viel Know-how reingesteckt. Zukunftsweisend, sehr innovativ, auch auf der führenden neuen Automesse wirklich vom neuesten Stand. Also der Herr Investmentbanker testet gerade alle Funktionen. Er ist sichtlich überfordert mit diesen 100.000 Knöpfen, die hier alle keine wirklichen, sag ich mal, Funktionen arbeiten. Ah ja. Sehen Sie sogar eine Warnblinklichtanlage. And we can switch on light. Und wir können sogar Licht an- und ausmachen. Und es klingt auch sehr knackig. Now what is this? Aber was ist das? Ein abgebrochener Knopf und was Grünes zum Abnehmen, eine Sicherung oder sowas. Nun gut, so ist das eben im Trabi. Das ist pures Fahrvergnügen. Und es ist Ihnen vielleicht gerade entgangen, wir haben den Trabi Safari abgehängt und jetzt vor uns den blauen Trabi der Marke, keine Ahnung, Neon Light, Disco Light. Ja genau, mit linken Blinklicht, jetzt kommen die Disco-Kugeln gleich zum Vorschein. Aber leider noch vor uns, wir werden von dem Safari wieder abgehängt, meine lieben Leute. Ja, und noch ein Safari. Das gibt's doch nicht. Und Modell Katzenberg in Rosa hinter uns. Ja, bitte Herr Investmentbanker, bitte ein bisschen zahm zulegen, denn so können wir ja nicht gewinnen. Modell Katzenberg, wir haben keine Chance. Die sind anscheinend hochfrisiert. Und was ist das? Ein westliches Auto. Stilbruch. Der gehört nicht zu uns. Wie gesagt, wir Sozialisten müssen uns hier gegen die Kapitalisten durchsetzen. Und weiter geht's hier bei unserer Tour. Und bitte unser rosa. Ja, liebe Zuschauer, mit dem Trabi in 80 Tagen um die Welt, das ist die Herausforderung. Und Sie sehen die Tour durch Berlin, das ist also wirklich nur das Warm-up. Wir müssen uns also auf eine lange Reise gefasst machen. Tut uns leid, Jaguar. Trabi hat heute leider den Vorzug. Tja, auf nassen Straßen unterwegs und mit diesem ganzen Rauch, also man könnte schon fast sagen Smoke on the Water. Das ist hier Trabi-Kultur. Jetzt wissen wir, warum diese Gruppe damals diesen Song komponiert hat. Und wir werden hier von attraktiven Damen, von Boxenludern hier gerade begrüßt. Die erste Runde ist fast um. Der Mann mit seinem Kopfhörer gibt die letzte Instruktion. Vettel ganz vorne im Military Safari. Die Sponsoren sind alle aufgestellt. Ja, danke. Sie sehen die Rauchschwaden hier, das ist unglaublich. Gestern in der Smokers Lounge, der VIP-Räumlichkeit. Oh Gott, die Bremse, die versagt. Der Investmentbanker geht
Vollgas, bekommt er den Gang rein, sonst müssen wir leider auf Handbetrieb umsetzen oder vielleicht die Ketten benutzen. The gas was kind of stuck, yes. Genau, und er hat irgendwas irgendwie geklemmt, aber das haben wir jetzt hier wieder im Griff. Ansonsten müssen wir halt Fußpedalen benutzen, die es hier auch irgendwo versteckt geben soll. Ja. Dann mal weiter. Also, wir müssen hier ein bisschen weiterfahren. Hier ist ja, wie ich gerade feststellen musste, sind wir leider in dem Konvoi die ersten von hinten. Also wir sind leider ganz zuletzt dran. Oh, bitte, bitte, Bremse funktioniere, bitte, ja. Es ist auch wirklich herrlich, die Abgase zu inhalieren hier drin. Also wunderbar, ein Komfort. Hier wurde nichts gespart. This is heating, I think. Wozu? Also noch Raumduft? This is the heating. Ja, das könnte die Heizung sein. Ich übersetze gerade für den Herrn. Und wir haben einen britischen Mitbürger hier hinter uns. Mr. Gary. Yes. Yes. Hello, yes. What do you want me to say? Yeah. I just mentioned, also ich habe nur erwähnt, dass hier irgendwie eine Heizung stehen soll, also zumindest in Rot signalisiert. Und ja, Handbetrieb, genau, Kurbel, Fenster auf und geht nicht mehr zu, I vielleicht. This is probably the luxury sedan. Genau, das ist die Luxusausstattung hier, wie Sie ja sehen. Und merke ich hier mit schönen Luftschlitzen, sehr komfortabel, kann man seine Hand auch mal reinstecken und mal ein bisschen so ein paar kleine Stromschläge vielleicht mal bekommen. Ein bisschen gut für die Durchblutung. Und weiter geht's im Konvoi. Ja, schön, immer den Rauchschwaden hinterher. So kann man eigentlich die Trabis auch nicht verpassen. Modell Katzenberg scheint sich ganz nach vorne geschmuggelt zu haben. Und ja, wir schauen mal, wo unser Military-Fahrzeug ist. Ganz vorne sieht man ganz schemenhaft noch den Military-Wagen. Jetzt die Überholtour. Unser Investmentbanker startet durch. Er lässt wirklich 5 Trabis hinter sich. Modell Katzenberger hinter sich, das Disco-Modell und das Fashion-Modell, Fashion Week-Modell, Trabi. Und nur noch vor uns der Military dann. Wunderbar. Die Tour de Berlin, sie hat ihren Höhepunkt erreicht. Competition. Liebe Zuschauer, und jetzt die Zieleinfahrt auf die Siegessäule zu. Wer wird das Rennen machen? Direkt auf die Siegessäule mit dem Trabi-Konvoi. 2 Modelle noch vor uns. Wird der Investmentbanker durchstarten? Mexican Embassy. This is the Nordic countries. So, liebe Zuschauer, und jetzt geht es direkt auf die Siegessäule zu. Fahren, pures Fahrvergnügen hier, wunderbar mit den Trabis. Wir sind immer noch an Position 3, immerhin vor der Siegessäule. Und ich denke, dabei wird es auch bleiben. Aber immerhin, es war eine wirklich schöne Fahrt bisher. Und jetzt sind wir vor der Siegessäule. Genau, Hitlers Version von der Stadt Germania. What's that statue? This is starting point. Something like that. Yeah. Und wieder lassen wir 3 Fahrzeuge hinter uns, wieder 3 Trabis. Vielleicht sind sie auch einfach nur stehen geblieben. Vielleicht war der Sprit alle, wir wissen es nicht. Ein westliches Fahrzeug hat sich wieder zwischen uns geschoben. Respektlos, wie sie nun mal sind, diese Wessis. Lassen uns Ossis einfach nicht hier die Straßen passieren. Also wir bleiben auf der Spur. Schloss Bellevue, this is the place where our president... Genau, inzwischen haben wir Schloss Bellevue erreicht. Wir grüßen Gauck. Wir fahren ja auch staatsmännisch hier vor. Wir können Herrn Gauck gerne mitnehmen. Sich sicherlich freuen, mal eine kleine Trabitour mit uns zu machen. Eine kleine Dusche gefälligst hier zu richten. Jetzt wird sie auch endlich mal wieder noch grüner. Also es ist wirklich pures Fahrvergnügen. Also wir fahren vielleicht Höchstgeschwindigkeit gerade 30, aber es kommt mir vor wie 200 auf Anschlag. So, wie Sie links unschwer erkennen können, Sie sind ja gebildet hier. Wir sind gerade hier beim Kanzleramt angelandet und werden hier weiter die Tour fortsetzen mit unserem Military Trabi in Führung. Dicht gefolgt vom Fashion Week Trabi und unseren Moulin Rouge Version hier von unserem Investmentbanker. Dagegen ist die Formel 1 nichts, liebe Zuschauer. Unserem Trabi-Konvoi, Marke Katzenberg. Vorsicht, einmal über die Hürde springen und Modell Safari mit unserem Businessman. Und nochmal Modell Safari. Und Mona Adebisi, right on time mit den Trabis. Ja, Sie sind ja ein Experte mit Engines und Motoren und Autos. Was sagen Sie zu der Ausstattung dieser wahnsinnigen Fahrzeuge? Unglaubliche 26 PS, eine 4-Gang-H-Schaltung, eine Handschaltung,
fast ein sequenzielles Getriebe, also ein Gefühl, wenn diese 26 PS reißen, der Beton wird geradezu aufgewellt und wird nach hinten weggeschleudert. Porsche, Ferraris, Lamborghinis verblassen und Trabis vor Neid, aber hier unsere Trabis, die gehen steil. Genau, Modell und die Tour Katar wird wahrscheinlich auch bald stattfinden. Alles nur noch Trabis. Ich habe gehört, Bernie Ecclestone, Formel 1 Wagen weg, Trabis. Die Premium-Version hier, liebe Zuschauer, die Premium-Version der Trabis. Mona Adebisi, vollkommen beeindruckt. Eine Sinneswahrnehmung, die jetzt vollzogen wird. Ich denke mal, nur noch vielleicht Trecker fahren könnte spannender sein, aber vielleicht. Ich glaube, in diesem Fall sind wir wirklich unendlich beeindruckt von diesen Modellen. Und dieser leckere Duft, diese Wheels, diese sexy Wheels und diese wahnsinnige Innenausstattung, dieser Komfort, liebe Zuschauer, da ist alles dabei. Fast erinnert es schon an Lego-Bausteine, Lego-Mobile. Und die Manager, sie sind alle very impressed. Die Manager, sie sind alle impressed. Keine Marke kann hiermit konkurrieren. Liebe Zuschauer, Gentleman's Club, go Strubby. Eine unvergessliche Erinnerung. Nochmal ganz kurz Ihre Stimmung. Wie war das heute mit dem Trabi zu fahren? Und sagen Sie doch mal was. Ihr erster Eindruck. War einfach super, war richtig Spaß gemacht, war richtig gut. Ich bin erstaunt, wie unraus die Beschleunigung ist. Oh, genau, danach gedacht. Muss die Zeit neu geschrieben werden. Genau. Ja? Gary, Mr. Gary. Are you impressed? I'm very sind Sie beeindruckt, impressed. Ja? German cars, yeah? German cars are fantastic. Absolutely. If you compare it with the Jaguar, wenn Sie es mit dem Jaguar vergleichen, it's better. It's better. More comfortable, more original. Luxury, yeah. More original, yeah. Origineller. Gary, thank you very much for your attitude. Und hier der Manager, der Betreuer. Also wir sind ja mit Ihnen funktechnisch hier wunderbar, bestens ausgestattet. Also es ist fast wie Captain Kirk, der hier seine Trabi, sag ich mal, Satelliten, was weiß ich, Schüsseln hier durch die Gegend führt. Bloß natürlich nur Kommunikation in eine Richtung. Ja. Wir sprechen. Ja, genau, wir müssen antworten, genau, richtig. Ja, ne? Antwort könnt ihr ja nicht. Genau. Nur widersprechen, verboten. Wie im Osten damals, da mussten wir den Honecker auch alle folgen, nicht? Ich meine zumindest die Ossis, ne? Also, geht's weiter? Ja, genau, weiter geht's. Weiter geht's mit dem Sozialismus. So, liebe Zuschauer, wir hatten einen fliegenden Fahrerwechsel, könnte man fast sagen. Und Mr. Gary Barlow from... Ah, Gary Barlow. Barlow, ja, ja. Von der Boygruppe, wie hieß sie nochmal? Ja, ja. Sie sind das von der Boygruppe da, nicht? Take that. Yeah, take that, ja, genau. Yeah. So, Gary, how's the feeling? How's the driving? Great, perfect. Yes, perfect. Perfect. So, you're amused? Or is the lady not amused? I'm gonna buy one, I think. You're gonna buy one, okay. Also, kauft so ein Ding und ist ganz amused. Wie unsere britische Queen. The brakes don't feel very, not much there on the brake. So, wie Sie zu unserer Rechten sehen können, wunderschöne historische Bauten, futuristisch anmutend, wunderbar. Also man könnte auch fast sagen, baustellenverdächtig, aber nein, der Schein trügt. Das sind Kunstwerke der Moderne zu unserer Rechten. Und hier die Kuppel wieder vom Bundestag. Ist da schon ein Fahrgefühl, aber... Ja, liebe Zuschauer, jetzt über Pflasterstein rüber. Es ist wirklich pures Fahrvergnügen, eine wahre Freude. Also nehmt es mir nicht übel, aber ich bin schon fast eh krank. Also diese Ups and Downs. Yes, I'm getting seasick. Hoppla, hoppla. I can't believe they don't have them break down all the time when you got like a safari. Ja, liebe Zuschauer, wieder mal Zwischenstopp am Checkpoint Charlie. Das hier ist wirklich Trabi-Alarm. Und Sie können sich hier nochmal die wunderschönen Modelle angucken. Hier, das ist unser Modell vom Kommentator. Wunderschön anzuschauen. Und gleich geht's auch weiter. Die Manager sind alle noch frohen Mutes. Oder? Hast du nochmal? Oder? Hast du nochmal? Ja, wo kommen denn die nochmal alle hier? Nochmal weitere 10 Trabis. Unglaublich. Wie vom anderen Stern. Eine Invasion von Trabis, liebe Zuschauer. Hier schiebt sich nochmal ein westliches Fahrzeug durch, aber gucken Sie sich das an. Unglaublich viele Trabis und die Motorengeräusche. Unglaubliche 30 Pferdestärken unter der Haube.
Sehen Sie mal diesen Enthusiasmus. Glücksgefühle, Glücksrausch. Das ist eine dicke Gurke. Ja, ja. Das Salzgurke aus der Dose, oder wie? Ja, echt, die Spreewald. Das wird gut. Gut gemacht. Bei wenig mich rasieren. Wart ihr mir wert? Es gibt ja nur ganz wenig Blitzen hier in Berlin, okay? Dann wiederum. Da haben wir laut dazu gehalten. Ja, hier, ein begnadeter Moderator. Ja, 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 absolut. Dann kann ich dein Bändchen heute Abend, dann kann ich doppelt so viel sagen. So, ich hätte gerne zwei. Ohne Vorbereitung. Ja, also wenn er was kann, dann ist das hier. Und Mola. Du warst von Anfang an mit dabei eigentlich. Nee, auch bevor es den Sender schon gab, war er dabei. Das Erste, das war... Erster. Du warst Erster, nicht was weiter. Auch bei diesem Funk, bitte Funk. So, okay. Bei mir hast du gesagt, okay, du wärst Erster gewesen. Bei mir auch. Drei Jahre. Nee, dass du gewonnen hättest. Ja. Ja, jetzt haben wir jetzt kommt die. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen in Bahrain. Hat. Sind wir mit Gokas auf der Rennstrecke gefahren. So, und ich habe vorher auf der Rennstrecke natürlich klar gemacht, dass ich einen Trick da richtig Feuer hatte. So, und dann sind wir alle los, nicht ganz sicher. Ich bin halt aber einen mit vielleicht 5 oder so viel PS. Einfach so den Knopf gedrückt und dann ging es. Hab
mich mit dem Trabi halt auch überholt hier. Mit dem Blut haben wir Rennen gemacht mit Jetski. War auch Hammer. Rennen mit Jetski. Ich gegen Oliver Rudolf, da habe ich auch gewonnen. Das war auch Hammer. Wenn du jetzt noch Benici da siehst. Marco! Weil du hast nämlich als erstes heute Spielregeln eingehalten, Erich Kastrup sich an den Gesicht, das ist alles gesagt. Was ist das? Inzwischen, ja, heute Abend, wir haben gerade keinen Rennen zusammengespielt, aber der hat dann hier wieder abgesagt, aber du hast das erstmal klar gemacht. Ja, selbstverständlich. Und du hast die Spielregeln innerlich vereinnahmt. Natürlich, das ist ja selbstverständlich. Das ist ja eine Frage. Aber der wollte den Tisch. Genau, hoppla, jetzt kommen wir. ADP-Turnier, da hat er als Student Bilder gemacht. Und zwar hatte ich dann mal Whirlpools verkauft und hat die ganzen Mädels von mir im Whirlpool bei der Weltmeisterschaft in Hannover und dem Mike haben das Bilder gemacht mit hin und her. Und irgendwann habe ich gesagt, du Mike, was machst du überhaupt beruflich? Dann sagt er, ja, ich bin Anwalt jetzt in 8 Wochen. Sag ich, super geil, bin ich gleich mal dein erster Mandant per Handschlag. Heute bin ich der größte Mandant und arbeite fast nur noch bei uns. Ja. Oder bei Freunden von mir. Und ich bin auch der Patenonkel von der Tochter von ihm. Und da kam jetzt erst heute, weil er genau jetzt umgezogen ist mit seiner Kanzlei von der Warburgstraße, jetzt direkt neben 4 Jahreszeiten. Und deswegen kam er erst heute. Das ist vorweg. Und der Mike ist einer der jüngsten Gentlemen, glaube ich, wieder, weil er war in der Stunde. Damals 2003, wo wir noch ganz, ganz klein waren, da war auch der Hansi Preißler schon dabei. Der Hansi, mein väterlicher Freund, da fing das an in einer ganz kleinen Runde und da war der Mike auch dabei. So. Jetzt nochmal ganz kurz Gentleman's Club. Viele kennen das, Ulrich Eckert ist auch schon seit Jahren dabei, viele sind hier schon seit Jahren dabei und manche sind natürlich auch neu dabei. Für die, die neu sind, nochmal kurz die Erklärung. Die Idee hatte irgendwann wie Johannes und ich 2003, damals kurz vor der WM, da haben wir damals kurz davor gestanden für Bahrain, die Rennstrecke komplett zu machen und irgendwann nachts um 4:30
ist uns der Spruch eingefallen, wir sind Johannes Kriegslinde zusammen, wir sind Teil einer jungen Firma, deren kriegst du eine zusammen oder nicht? Ich krieg ja. Nein, eine Firma. Ja, was heute ist, ist nur ein Vorgeschmack auf das, was kommen wird. Da waren wir wirklich noch ganz klein, waren damals 4 Mitarbeiter und danach kam dann die Demon Gentleman's Club, wo einfach Leute, die uns gepusht haben. Wir haben wirklich mit null angefangen, keine Kohle von daheim oder sonst was. Wir hatten Gönner, die uns geholfen haben, wie zum Beispiel der Hansi. Also früher, wenn ich keine Kohle hatte, da habe ich der Hansi mal angerufen, da kann ich, brauch mal schnell Geld. Rolf Waldi, der auch schon ewig dabei ist, da kann ich das mal bestätigen. Habe ich der Hansi angerufen, da kann ich, brauch mal schnell 70.000, wenn ich mal blank oder eine Rechnung zahle. Dann sagt der Mann, dann sage ich ja eigentlich sofort. Ich sage, sofort schaffe ich nicht, aber heute Mittag am Spur bin ich dann da. Und dann war der Hansi und da haben wir sich beide kennengelernt. Der Rolf, der ist auch eine super Freundschaft entstanden. Da kam dann der Hans mit einem kleinen Körperchen, mit 50.000, ja, und hat die erste Rechnung bei der Firma Blanco Bar bezahlt, wo der Rolf Waldi, damals Vorsitzender von Blanco, wieder leicht irritiert war, die geben das doch miteinander mit Bargeld. Ja. So war das, so fing das alles an. Und Future Contentment ist immer mehr gewachsen. Und im Prinzip ist die Idee, die dahinter steckt, die, dass man einfach in der heutigen Zeit keine Firma aufbauen kann, wenn man keine Mentoren hat. Das heißt, man kann noch so clever sein, noch so schlau sein, man kann auch Millionen von daheim haben, ja. Wenn du keine Mentoren hast und der Leute hinter dir stehen, ohne große Tamtam, dann wird es nicht funktionieren. Ja? Das heißt also, auch der Cola, der wird es auf langfristig verlieren, weil, wenn du keine Freunde hast und Gönner hast, dann funktioniert das nicht, in der heutigen Zeit. Und da war die Idee entstanden und geboren. Und wir haben uns immer die ausgesucht, die einfach ohne viel und große Worte uns einfach geholfen haben. Einfach hinter uns standen. So wie zum Beispiel Peter Julius, den ich auch schon seit 1905. Ja. Also er hat sich zum Beispiel damals stark gemacht, wo dann wiederum die Moda die auch dazu gehalten hat. Zum Beispiel, dass die Future.7 ausgezeichnet wurde als bester Dienstleister des Jahres. Da war der jeder der Initiator und hat gekämpft gegen Windmühlen, die wir diesen Preis hatten. Ja. Und so ist das einfach immer wieder gewachsen. Nämlich Ulrich Eckert, ja, damaliger Chef bei LBS Party Service. Wir haben eine Party nach der anderen ausgestattet für LBS, ja, Schraubengürtel und. Ja. Und das sind einfach Leute, die hinter einem stehen und auch denen, wenn es mal nicht klappt, die Augen zudrücken und sagen, komm, das machen wir jetzt nicht mit euch. Und das ist genau das. Ein Gentleman ist ein Ehrenmann. Und ein Ehrenmann, beim Future und Gentleman, ich glaube auf jeden Fall, ist der, der dich verdient macht für die Future kommen. Ja. Auch zum Beispiel mein Freund Mario Gamba, seit Jahren, der ist ein Sternekoch, einer der besten italienischen Köche überhaupt, beim Aquarello in München, macht nicht so viel Catering, aber wenn er ein Catering macht und im großen Stil, dann kriege ich immer einen Anruf im Handy, Michael, du musst liefern. Ja. Und das sind einfach Sachen, wo ich sage, das macht Spaß und das ist schön. Ja. Der Name heißt natürlich Future.com. Du siehst Mafia-Romantizismus, Mafia ist gerade harte Zeug. Also ich bin nicht davon. Entschuldigung, so zwei Eier gemacht. Sonst wäre ich nicht. Der Name heißt natürlich Future Contentment Club und deswegen ist er natürlich auch irgendwo immer in Verbindung mit Future Com. Wenn man aber berufen wird in den Future Contentment Club und ist 3 Jahre dabei, dann hat man auch automatisch das Recht, dann selber einen zu bestimmen und mitzubringen. Ja? Das heißt, nach 3 Jahren kann man sagen, hier, ich kenne einen, der ist cool und der hat mir viel geholfen, auch ein Mentor. Dann schreiben wir den anderen, laden den auch ein. Ja? So, generell übernehmen die auch alle Kosten vom Gentleman's Club. Ja? Da haben wir nur Erfahrung gemacht, 2006, 2007, dass viele aus der Industrie nicht zugesagt haben, weil wir sie komplett eingeladen haben. Und dann haben wir zusammen mit Herrn Fasel, unserem Anwalt, uns das ausgedacht, dass wir viele Sponsorpartner haben und einen Unkostenbeitrag nehmen. Ja? Das hat seinen Sinn, somit ist es keine Bestechung. Bestechung ist mittlerweile in Deutschland nicht mehr erlaubt. Und deswegen schreiben wir dann auch A, zum Schutz von euch, aber auch zum Schutz von uns. Weil wenn wir ehrlich sind, ist natürlich Bestechung, ist klar. Ja, weil die Reise natürlich wesentlich mehr kostet, wie das natürlich die normal. So,
was will ich noch sagen? Also, ein Gentleman ist ein Ehremann. Und ein Ehremann ist der, der sich verdient gemacht hat. Aber auch untereinander. Denke ich auch wieder ein Beispiel. Marco Hutmann, Freund, hat heute Abend zum Beispiel, rief mich die Erich an vor 2 Stunden, sagt du, der Robert Geis, der am Donnerstag auch in München bei war, da riecht halt an der Power unbedingt den Tisch da raus, gerade gekommen, wollte eine Kalb. Wollte eine Kalb ist natürlich das Steakhouse momentan überhaupt, wo ja auch der Stefan schon gefeiert hat mit der Champagnerfirma. Und die Bude ist halt einmal 3 Monate vorher raus, gibt keinen Tisch. Dann sage ich zum Erich, so Erich, sagst du nicht mir, weil ich soll immer anrufen und alles klar machen. Ich sage, du bist Gentleman Club Mitglied, der Marco ist Gentleman Club Mitglied, der Robert, dann machst du das mal selbst. Was passiert? Ich gebe dem Erich die Handynummer von Marco, der Erich ruft den Marco selber an, weil er sagt, Marco, ach, der Robert Geist, ich regel das. Ja? So, und genauso muss es sein. Das heißt, er kam voller nicht, weil die Frau will ja sich umentscheiden, aber der Marco hätte in der Endkonsequenz der Marco hätte im Ernstfall einen anderen Gast dann halt aufgecheckt, dass der Platz kriegt. Und genau das macht das Ganze auch aus. Und das funktioniert wirklich, obwohl es gibt ja keinen Vertrag oder so. Ja? Das ist alles auf Ehre, wurde ich aufgebaut. Aber es funktioniert seit Jahren so. Und da haben sich super, super Freundschaften. Wir haben sich super, super Freundschaft entwickelt. Auch der David Riener zum Beispiel, auch von Stunde Null, kenne ich auch mittlerweile seit 20 Jahren, war auch 2003 schon erst dabei. Seit dem Krieg kennen wir uns dabei. Wir brauchen eine Krawatte. Nicht den zweiten. Die Krawatte brauchen wir dann. Also 60, ja, sage ich, aber die Kunst ist, die suchen sich die abends auf und am nächsten Morgen muss sie fertig sein. Das war da wirklich so. Abends konnte jeder Musterkollektion Stoffe aussuchen und am nächsten Morgen 8 Uhr, zack, lag das im Zimmer. Ja, und das ist halt einfach, das sind Sachen, die kann man sich nicht mit Geld kaufen. Das geht nur in der Gemeinschaft und immer nur außergewöhnlich. Alle, die wir sehen, hier ist keiner unvermögend am Tisch. Wir haben alle selber Geld, ja, wir können auch alle tolle Reisen machen. Aber eine Gentleman's Club Reise ist immer außergewöhnlich. Und sie tut immer nochmal das Ganze ein Stückchen toppen. Ja. Auch zum Beispiel der Max, jüngstes Mitglied im Gentleman's Club, 5-Schauspieler. Er ist die Stimme, die ihr auf dem iPad gehört habt. Er ist die Originalstimme vom Harry Potter von Bonn. Auch eine andere, die mache ich, Steffen Ende, und. Ergebnis war, iPad war da lustig, oder? Im Flieger. Gemacht. So, und das sind einfach die Sachen, wenn man einen Freund hat, die das machen, oder auch die Stefan mit Champagner, den habe ich vor kurzem erst kennengelernt, ich sage, hier, Gentleman's Club, erklärt sie mir, der kannte uns ja noch nicht, kam über Alexander Hildebrand, ne? Aber hat gesagt, hättest du, dann mache ich mit. So, und Donnerstagabend zum Beispiel war unser Sponsoring vom Stefan, wo man einfach im Val de Pastoria einen tollen, schönen Abend erlebt hat. Ja? Und das sind alles. Waldo Pastoria hat zusammen der Alexander und ich klar gemacht. So, da war der Direktor total dagegen. Der fing dann an, das Zimmer kostet 380 pro Nacht und Frühstück 58 und Terrasse und Bibliotheken, dies und hin und her. Wir sind fast verzweifelt, weil es gab an diesem Wochenende extrem wenig Zimmerenergie. Der eine oder andere hat das auch gemerkt, weil er einen Tag vorangereist ist, dass er sich schwer getan hat. So, und irgendwann hat man aber die Nuss geknackt. Jetzt weiß natürlich jeder, wir haben eine Hotelbuchungagentur. Irgendwann ist mir natürlich eingefallen, weil das Astoria ist Hilton. Hilton bin ich einer der größten Kunden. Da habe ich den Finanzchef angerufen und habe gesagt, ja, ruf mal den Depp-Direktor hier und regel das jetzt mal. So, aber auch der Direktor kam dann gestern zu mir und sagte, Herr Egger, sensationell, sogar den Direktor ja die Woche überzeugen könnte, dass er uns alle mal schön Upgrades gegeben hat. Also ich glaube, das ist auch jedem aufgefallen.
dass wir alle vernünftig zu machen. Ja. So, und dass dann die Terrasse plötzlich auf war und dass wir oben in der Bibliothek, wo noch nie eine Veranstaltung war, eine Veranstaltung dann machen konnten mit dem Champagner und so. Und das macht das alles auf. Ja. Als Dank dafür ist natürlich der Direktor jetzt auch ein Gentleman's Club Mitglied. Das heißt natürlich auch nach wieder, wenn ihr zum Beispiel das nächste Mal nach Berlin kommt und auch ein Zimmer braucht, ja, dann könnt ihr auch den Direktor anrufen für eine gute Rate, für einen guten Preis etc. etc. Weil das sind die Spielregeln, ja, dass jeder dem anderen hilft. Das heißt nicht nur für mich bezogen, aber auf unsere Firma, sondern auch untereinander. Und das sind echt tolle Freundschaften entstanden. So, jetzt für heute Abend. Jeder hat ein VIP-Band. Das bitte ich nachher. Kriegt ihr sofort noch Lager. Entschuldigung. Ja, kriegt er sofort. Ja. Solch ein Band gab es übrigens gestern auch in Schwarz mit dem Filmpreis drauf. Das haben wir aber vergessen zu verteilen. Ja. Das kriegt er heute auch. Genau, ohne. Ja, vergessen. Ja. Also, das Schwarz, ich zeige es heute auch noch als Erinnerung. Weil auf dem Filmband steht drauf, Deutscher Filmband, Future Come Gentleman's Club, das kriegt jetzt jeder gleich als Erinnerung, weil wir haben echt gestern verzeiht. Ja. So, aber gestern wäre es noch nicht so wichtig gewesen, weil eh alles früh war. Nachher befinden wir uns in 40 Second, also in einem der Top-Clubs Münchens. Ja. Und da ist Berlin, heute Abend, Berlin. Entschuldigung, Berlin. Und da ist heute Abend noch eine Veranstaltung. Das heißt, da ist die Hölle los heute Abend. Im 40 Second gibt es natürlich klar, logisch, einen eigenen Raum, Future Gentleman's Club gebrandet, roter Teppich, die Autos können wir auch am Club parken, was normal nicht geht, hinter dem Club. So, und da braucht ihr dieses Band, weil natürlich die Menschen da uns ja nicht kennen. Das heißt, das Band, du bekommst gleich zwei Bänder. Das heißt, das Band bitte nachher anziehen. Mit diesem Band habt ihr natürlich freien Eintritt und natürlich alle Getränke, alles schon bezahlt erledigt. Ja? Und danach, wer Lust hat, ich glaube, dass keiner mehr Lust hat, ich selber werde mit Sicherheit immer dahin fahren, weil mir der Arsch immer noch wehtut, weil ich operiert wurde. Aber wer will, können wir dann noch in den Asphaltclub fahren, auch da ist alles vorbereitet. Aber die Empfehlung von mir, wir fahren ins 40 Sätten und bleiben da auch, weil das einfach geil ist und es ist super und da ist heute Abend die Hölle. Ja? Also bitte alle Band anlegen, somit habt ihr Freigetränke und freie Eintritt. Mats für mich klar gemacht, auch ewig ein Freund von mir. Der liegt auf eurem Bett, das ist der Gentleman's Club Koffer. Den kann man nicht kaufen, der wird produziert nur für uns, exklusiv von der Firma Titan. Und das ist ein Koffer, den ihr jetzt schon kriegt, um euch. Fahr doch die nächste Runde mit. Ja, genau. Zeig bloß, Steve. Schatzi, bringst du mir bitte mein Trinkgeld. Ja, genau. Ja, das war so süß, der Sagt. Einmal auf die Insel.
ein Hammerfahrt. Sensationell. Das Wetter passt. Die Jungs passen, das Boot passt. Was will man mehr? Ja. Ja. Wir haben es gekauft. Ja, ich dass man sie sah.